Herzlich willkommen zur Live-Übertragung des Pushing Limits Race 2020. Herzlich willkommen aus dem Angerbad bei besten Triathlon-Bedingungen. Herzlich willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Rennen in einem besonderen Jahr 2020 mit zwei hochkarätigen Startfeldern, sowohl auf Seite der Männer als auch auf Seite der Frauen. Ja, und herzlich willkommen, Niklas Bock. Ich bin unglaublich froh, dass wir das Rennen hier zusammen kommentieren dürfen. Du bist Initiator des Rennens, einer der Personen, die hier ganz, ganz viel dafür gearbeitet haben. Wie ist jetzt so kurz vor dem Rennen deine Gefühlswelt? Also erstmal bin ich auch froh, dass du das mit uns machst, weil wenn wir das Ding hier alleine hätten machen müssen, dann wären wir tatsächlich ganz schön aufgeschmissen gewesen. Du weißt, wie Moderation funktioniert und wir sind ja hier so ein bisschen die Sparringspartner. Ja, wie ist die Lage, wie ist die Situation? Vollkommen skurril, surreal, unglaublich. Ich sitze hier irgendwie hauptsächlich in der Funktion als Triathlon-Fan, weil ich es einfach brutal geil finde. Das erste Mal fette Gänsehaut heute Morgen gehabt, als die Age-Grouper schon gestartet sind. Es ist ganz schwer, das irgendwie mit Worten zu beschreiben, dass das hier stattfindet. Und es ist einfach nur, man merkt es vielleicht, ne, dass da ein bisschen die Worte fehlen. Es ist einfach unfassbar, heute ein Rennen zu sehen mit der Besetzung. Und ich glaube, wir haben da jetzt eine schöne, mindestens mal 2 Stunden Übertragung vor uns mit ganz, ganz vielen tollen Triathlon-Eindrücken. Ja, endlich mal wieder alle Athleten in einem Hotel versammelt. Jetzt sitzen wir hier ein paar Meter nur entfernt vom Schwimmbad. Die Profis schwimmen sich schon ein. Wann war so bei dir der Zeitpunkt in der Woche? Oder kam der vielleicht noch gar nicht, dass du gesagt hast, oh Mann, das ist jetzt wirklich Realität, es geht wirklich los, wir haben ein Rennen. Der Zeitpunkt war nicht in dieser Woche, der war irgendwie schon, glaube ich, vor 3 Wochen knapp, wo wir dann auch mit dem Johannes, der hier die Live-Regie macht, auf dem Weg nach Davos zur Challenge waren und dann irgendwie diese Idee entstanden ist, lass mal einen Livestream machen. So. Und das ist ja auch das Ergebnis, was jetzt 18 Tage alt ist, was wir heute sehen. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, okay, aus der fixen Idee, lass mal irgendwie gucken, dass die Profis nochmal racen können, wird da gerade doch irgendwie irgendwie Next Level so ein bisschen. So. Und seitdem ist sicherlich das Pensum auf weit über 100% gestiegen, das Ding hier heute möglich zu machen. Ja, und wir wollen natürlich die geballte Renn-Action auf die Couch bringen, ins Wohnzimmer bringen, vielleicht auf den einen oder anderen Rollentrainer bringen. Also ihr könnt es gerne bei YouTube und bei Facebook in die Kommentare schreiben, von wo ihr zuguckt, mit wem ihr zuguckt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mit uns über das Rennen zu diskutieren. Schickt eure Tipps, wer es macht, und wir wollen euch natürlich so viele Eindrücke wie möglich vermitteln, und dafür sind nicht nur wir beiden hier in der Sprecherkabine, sondern wir haben auch noch 2 Außenreporter dabei. Wenn das jetzt klappt, erste Challenge des Tages für uns. Wir hoffen mal, dass Nick und Danny in der Wechselzone hören, was hier passiert, und ich würde mal sagen, wie sieht's da aus bei euch? Ja, super sonnig, wie wahrscheinlich bei euch auch in der Wechsel- oder im Regiehäuschen. Seht ihr und hört ihr uns? Könnt ihr uns mal kurz Feedback geben, ob das hier alles so klappt oder nicht? Es ist unfassbar geil. Ah, jetzt bin ich beruhigt und ich habe, glaube ich, Puls 400. Also so hoch war er noch nie. Zum Glück habe ich Dani hier neben mir zur Co-Moderation, die mir noch ein bisschen oder die uns noch ein bisschen mehr Insights geben kann, wie sich so ein Profi jetzt fühlt. Ihr seht es hier im Hintergrund, stehen die ganzen Profiräder aufgereiht. Das sieht einfach nur geil aus, das Profimaterial mal wieder in einer Wechselzone zu sehen, und zwar so viel davon. Dani, nimm uns doch mal mit. Irgendwie für die Profis, wir haben es auch in den Vorinterviews gehört, für viele das erste Rennen der Saison, für viele so ein bisschen wissen überhaupt gar nicht, wo man steht, und dann noch Kurzdistanz gegen Langdistanz. So, was geht da in einem Profi vor so einem Rennen, so ganz kurz vorm Start? Ja, normalerweise ist das so der Zeitpunkt, also eine halbe Stunde, Stunde vorher, wo ich ganz gerne mit uns hier jetzt tauschen würde. Ich bin jetzt aber tatsächlich auch ziemlich aufgeregt. Ja, Wahnsinn, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, erstmal auch von meiner Seite. Ja, wie gesagt, die letzte Stunde vorher ist also jetzt hier Ruhe vor dem Sturm. Da gibt es einfach nicht mehr viel, ja, kann man einfach nichts mehr machen. Man beugt sich noch und saugt halt die Spannung auf. Und ich denke, gerade nach dem Jahr jetzt ist es halt, ja, nochmal extremer für jeden, der hier heute am Start ist. Und ich glaube, alle sind einfach super froh, jetzt endlich wieder racen zu können. Ja, ich bin gespannt, also kann es auch nicht erwarten. Ja, sehe ich genauso. Wir haben gerade noch ein paar Profis gesehen, hier bei den anderen im Setup rumgeschlichen, haben noch geguckt, wie hat der die Schuhe dran, welche Hemd fährt der hier, welche Laufräder fährt der. Ich würde einfach sagen, wir geben nochmal schnell zurück zum Schwimmen. Wir gehen auch ans Bad, ans Becken, damit wir nochmal ein paar Gesichter einfangen können vor den Profis und ein bisschen close sehen können, wer hier am aufgeregtesten ist, also neben uns.
Ja, ich glaube, Niklas, da erkennt man es ganz gut. Nicht nur die Athleten sind tierisch aufgeregt und freuen sich einfach drauf, sondern das gesamte Orga-Team. Und es gibt, glaube ich, so viele Geschichten, die wir erzählen könnten über so, so viele tolle, wirkliche Spitzenathleten. Was ist so das, worauf du dich am meisten freust in den nächsten 2, 2,5 Stunden? Also das allererste ist jetzt nur noch 10 Minuten entfernt. Das ist dieser verdammte Startschuss. Also einfach mal wieder diese Ruhe, die dann ist. Das Wasser ist so ganz still. Die 60 Sekunden, wo du merkst, okay, jetzt realisiert auch wirklich der letzte Athlet, dass es jetzt hier nochmal um die Wurst geht. Und dann irgendwie Countdown, du siehst 10 Sekunden und dann, man kennt das ja irgendwie, jeder von uns wahrscheinlich oder jeder, der jetzt auch zuguckt, der kann das vielleicht ein bisschen nachempfinden, im Wasser zu sein, auf den Moment zu warten, wenn es halt knallt und auch du explodieren kannst. Das ist so das Erste, worauf ich mich freue. Und ich könnte jetzt hier wahrscheinlich ungefähr so lange reden darüber, wie das Rennen auch am Ende dauern soll. Ich kann das gar nicht auf den Punkt bringen. Das ist irgendwie ganz vieles. Ich freue mich auch nicht nur für die Profis, dass sie hier starten können, für alle Beteiligten, für die Veranstaltung hier, für den Verein dahinter, für den Veranstalter Georg Mantik. Das sind so ganz viele kleine Dinge, die es heute irgendwie allein jetzt schon rund machen. Ja, und wir haben an der Strecke nicht nur unsere beiden Feldreporter oder Fieldreporter, wie wir sie in den letzten Tagen getauft haben, Dani und Nick, sondern auch mit Thorsten Radde noch jemanden dabei, der uns im Vorfeld schon mit Zahlen und Fakten gefüttert hat, hier Predictions, Rennerwartungen, Zeiten, Splits, Abstände gegeben hat. Und der wird auch an der Strecke stehen und uns da nochmal mit Updates versorgen, dass wir wirklich immer im Bilde sind, was passiert. Ja, ich möchte mal ganz kurz den Spieß ein bisschen umdrehen, weil jetzt hast du mich schon 2, 3 Mal gefragt, wie ich mich fühle, worauf ich mich am meisten freue. Wie geht's dir denn eigentlich? Ja, genauso. Ich weiß von dem Rennen noch nicht so lange wie ihr, natürlich, aber trotzdem ist seitdem bekannt ist, dass es dieses Rennen stattfindet und da war noch gar nicht bekannt, dass ich das Rennen mit dir moderiere, ist einfach so eine Vorfreude entstanden. Und es ist ganz klar, wenn wir beide das Rennen jetzt nicht gemeinsam kommentieren würden, dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch vor dem Livestream hängen und gebannt irgendwie darauf warten, dass diese letzten 7,5 Minuten, die wir jetzt noch haben zum Start, irgendwie vorübergehen, damit diese Race-Action wirklich startet und damit wir dieses tolle Feld auf die Bahn schicken. Ja, du sagst es irgendwie. Ich glaube, was mal interessant wäre, auch die Leute zu Hause nochmal zu fragen, wie es so geht. Ich hoffe, dass jeder mit so ein bisschen leichtem Grinsen im Gesicht da sitzt und auch der ganzen Show hier entgegenfiebert. Gestern beim finalen Training hier im Freibad mit den Profis hatte ich nochmal so beim einen oder anderen Soundgast gelauscht. Die waren einfach auch so fasziniert davon, so viele Profis an einem Ort zu sehen. Ich meine, wenn die sich bewegen, da ist ganz viel Ästhetik dabei. Da, keine Ahnung, das ist einfach, es ist irgendwas in der Luft, ne? Wenn es dann ernst wird und es dann gleich losgeht und jeder immer ruhiger wird und auch die doofen Sprüche unter den Athleten ein bisschen weniger werden, das ist einfach gut. Und jetzt sehen wir hier, ich meine, wir können mal anfangen, über das Starterfeld zu sprechen, ne? Oder vielleicht erst Rennen, du bist für die Struktur hier verantwortlich. Ja, lass uns noch kurz über das Rennen sprechen. Wir sehen natürlich schon die Blicke und wir sehen auch, die Anspannung ist in den Gesichtern, das sieht man ganz klar. Das Rennen ist eins, was du auch kennst. Ich meine, du kommst hier aus Ratingen, wohnst ein paar Kilometer entfernt, kennst das Rennen. Schwimmen ist klar, 1 Kilometer hier im Angerbad auf einer 50-Meter-Bahn. Was macht das besonders? Das Rennen an sich ist, wie du sagst, irgendwie relativ einfach am Anfang mit dem 1000-Meter-Schwimmen im Pool. Das ist unspektakulär, aber umso knackiger wird es auf dem Rad. 4 10-Kilometer-Runden, die so ein bisschen Würze durch die Wendepunkte bekommen, 3 Stück an der Zahl. Dann gibt es 2 90-Grad-Kurven, die werden wir nachher alle auch sehen. Und einen kleinen, giftigen, fiesen Anstieg. Wenn man den Konkurrenten irgendwie wehtun möchte, dann geht das da definitiv. Und das Laufen ist dann unrhythmisch, ist zwar flach, aber auch irgendwie geprägt durch Wendepunkte, wechselnden Untergrund und so weiter. Hier die Schuhwahl wurde ja auch hart diskutiert. Wir werden auch sehen, es werden Athleten mit Rennrad unterwegs sein und mit Zeitfahrrad, also auch eher untypisch für ein Rennen. Das wird spannend, wer dann sich irgendwie am Ende behauptet. Und dann der Blick irgendwie aufs Startfeld. Ich meine, wir können ja mal die Bahneneinteilung langsam durchgehen. Die ist schon irgendwie schwer beeindruckend. Ich versuche jetzt hier die richtige Teil zu öffnen. Ja, ein bisschen surreal auf jeden Fall. Wir sehen gerade, die Männer starten schon aus dem Wasser. Also es geht jetzt wirklich gleich los. Wir sind in den allerletzten Minuten. Ja, und wir gehen gerne einmal die Bahn durch, während unser Außenmoderator Hadi Töne das Ganze auch für die Athleten hier macht. Starten wir mit den Männern. Das ist der erste Start in gleich 5 Minuten Bahn 1. Martin Schulz, Johannes Vogel, Florian Angert. Auf der Bahn 2 geht es weiter mit Boris Stein, Cedric Osterholt und Peter Hemerick. Ja, dann haben wir Bahn 3 den vielleicht stärksten Schwimmer, Magnus Männer. Und der startet zusammen mit Max Sperl und mit Andi Dreiz. Bahn 4, Johnny Ziff in seinem letzten Rennen in seiner Profikarriere.
Nils Frommholt, alter Weggefährte, und Frederik Funk. Ja, Bahn 5 auch ganz interessant. Scott McClement, Bundesliga-Starter, und er neben Simon Henseleit und Julian Fritzenschaft. Bahn 6, Michael Rähler, Gustav Iden, Jonas Osterholt, auch eine verdammt schnelle Bahn. Ja, und Bahn 7, Ruben C. Punkte, der Überbiker, zusammen mit dem Kölner Tobi Drachler und Patrick Dirksmeier. Und auf Bahn 8 sehen wir Henry Graf, nochmal ein ganz schneller Schwimmer, Jan Stratmann auch verdammt schnell und Sven Wies. Wenn Nick uns jetzt zuhört, können wir vielleicht nochmal ganz, ganz kurz rausgehen, weil die beiden stehen am Beckenrand und haben vielleicht auch nochmal das ein oder andere zum Feeling zu sagen. Hier werden gerade auch live die ganzen Athleten vorgestellt. Wir haben gerade mal versucht, ein bisschen ins Gesicht zu blicken, und bei den routinierten alten Hasen wie Boris und Nils habe ich wirklich Lockerheit gesehen. Aber bei den Young Guns, die sind, glaube ich, richtig heiß. Da konntest du die Anspannung im Gesicht erkennen. Wie ist dir gegangen? Hast du bei den mal ins Gesicht geschaut bei den Athleten? Ja gut, Nils habe ich ja gestern auf Bahn 4 gelost. Das ist ja klar, dass der locker ist. ja, also wir haben ja hier die Bahn fair verlost, sodass wirklich es einfach offen ist. Und ja, das ist einfach die Atmosphäre hier jetzt. Ist halt wirklich vorm Rennen, ist direkt davor, ist halt dieser Moment, den man einfach vorspulen möchte, weil wenn es dann losgeht, ist man ja in seinem Element, macht halt das, was man kann, aber bis dahin ist es einfach unangenehm, aber es gehört dazu. Das gehört dazu. Und zu Nils Frommholt noch kurzer Insight: Nach der Auslosung hat er natürlich gestern direkt einen Bocki geschrieben, danke Bocki, Kohle kommt später. Also der hat sich mega gefreut, dass er auf der Schwimmbahn ist, und mal gucken, vielleicht kommt da auch noch eine große Überraschung, dass einer von den alten Routinierten hier ganz vorne mit rein grätscht, den Jungen, die hier sich vielleicht was ausmalen, wie im Freddy Funk oder auch im Gustav Iden. Also mich würde es freuen, ich habe Bock auf ein richtig geiles Rennen, und jetzt wieder zurück zu den Rennbildern und in die Kommentatorenkabine. Ja, danke euch beiden. Wir gehen auf die letzten Minuten. Eins ist klar, Niklas, es wird hier auf jeden Fall nicht taktiert. Dafür ist es auch viel zu kurz, das Rennen. Und neben 15.000 Euro Preisgeld, die PTO noch bereitgestellt hat, für die schnellsten 5 Männer und für die schnellsten 5 Frauen, gibt es eben auch noch bestimmte Prämien von Bestzeit. Richtig, 500 Meter Bestzeitprämien, wenn man so möchte, für den schnellsten Schwimmer des Tages, die schnellste Schwimmerin, für die schnellsten Radfahrer bei Männern und Frauen und die schnellsten Läufer jeweils. Das heißt, auch wenn einer sagt, oh, ich fühle mich irgendwie im Radfahren und Laufen nicht so stark, dann drücke ich halt beim Schwimmen auf die Tube. Das heißt, da ist irgendwie immer was geboten, es geht immer um irgendwas. Und wie du es gesagt hast, taktieren ist einfach nicht. Also bei der Distanz mit 1000 Schwimmen, 40 Radfahren, 10 Laufen, da fällt der Status, und dann wird geballert. Ne? Dann ist halt irgendwie all in or nothing. Da gibt es keine Taktik, da gehst du rein so hart wie du kannst und hoffst, dass es irgendwie so lange wie möglich gut geht, um dann am Ende vorne zu landen. Ja, und daraus machen ja auch die Profis gar keinen Hehl in den letzten Tagen. Also da haben die auch ganz klar gesagt, es geht hier einfach darum, alles rauszulassen, was irgendwie im Tank ist, über diese ungefähr 1 Stunde 45. Es gibt nämlich auch noch 1.000 Euro für das Brechen des Streckenrekords. Der wurde aufgestellt 2015, liegt bei den Männern bei 1 Stunde 44 und 41 Sekunden von Maurice Clavel, also auch ein alter Bekannter. Bei den Frauen 2 Stunden und 51 Minuten. Wie siehst du denn da die Chance, dass wir da heute noch mal einen draufsetzen können? Das Ding wird heute fallen. Die Jungs sind hier so heiß, wir haben es jetzt erlebt in den letzten Tagen. Jetzt gehen sie gleich auch ins Wasser. Die können es kaum erwarten, die scharren hier mit den Hufen. Und wenn man den gestern beim Essen mal irgendwie in die Augen geschaut hat und auch heute vorm Rennen, da geht es mehr als 100% heute zur Sache. Und tut mir zwar leid für Maurice, der ja eigentlich auch am liebsten selber gestartet wäre, der ja leider gestürzt ist in Davos. Aber heute wird er den Streckenrekord abgeben müssen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und die Frage ist eigentlich nur, wer ist der Nächste? Ne? Und wie viele schaffen es dann noch? Ich meine, jetzt kann man vielleicht ganz kurz mal einfach die Bilder da wirken lassen. Die Jungs, wenn sie jetzt da rein hüpfen, das ist einfach, ein bisschen sprachlos macht mich das schon. Ja, es liegt Spannung in der Luft, und ich glaube, es ist alles bereitet, die Bühne steht, und wir können uns auf ein hochklassiges, auf ein wirklich sensationelles und kurzweiliges Rennen freuen, das jetzt in wenigen Momenten losgeht. Es ist wirklich nicht mehr lange. Jetzt laut meiner Uhr, ich habe leider nicht die Race Time hier parat, aber sind es wirklich nur noch wenige Sekunden, bis die Athleten es dann starten werden. Wie läuft das hier auf einer Bahn, Niklas? Wenn man zu dritt auf einer Bahn schwimmt, gibt es da vorher die Absprachen, wer schwimmt vorne weg, wer reiht sich vielleicht eher hinten ein? Sicherlich, die wissen, wie stark sie sind, die wissen, wer vorne schwimmt am Ende, wie die sich zu sortieren haben. Die können voneinander profitieren,
Und jetzt wird's hier richtig ernst. Die Starter formatieren sich, der Veranstalter hat das Startsignal parat und ich glaube, jetzt wird's ernst. Niklas, und ich glaube, die letzten Momente, die lassen wir auch einfach mal so wirken. Also von uns aus kann es losgehen, wir werden ja gerade noch gefragt. Ich würde sagen, wir lassen die letzten Momente einfach so wirken und freuen uns auf den Start des Pushing Limits Race 2020. Euch und uns allen viel Spaß! Unfassbar, das ist das, worauf ich mich gefreut habe. Guck dir das an, ey, das Wasser kocht und brodelt. So eine Aufnahme, ey, ich könnte aufstehen, ich würde am liebsten rausgehen und nebenher laufen. Das ist doch einfach nur unfassbar. Man sieht direkt auf Bahn 3 Magnus Männer von vorne, da wird nicht lange gefackelt heute. Ja, ich muss sagen, mir geht es ganz genauso wie dir, Niklas. Also, mir läuft ein kalter Schauer gerade den Rücken runter. Es sind die Bilder, die wir lange vermisst haben und auf die wir uns jetzt vor allem tierisch gefreut haben. Das Pushing Limits Race 2020 ist gestartet und ich hoffe, dass wir es schaffen, diese Atmosphäre, die hier vor Ort ist, mit nach Hause zu transportieren. Ich bin sicher, man sieht auch hinten am oberen Bildrahmen auf Bahn 6, da ist einer. Ich vermute mal, dass das Jonas Osterholt ist, der da direkt mal Michi Rählert und Gustav Ihn unter Zugzwang setzt und die Schwimmprämie, glaube ich, dem Magnus Männer nicht so ganz leicht überlassen lässt. Die wenden hier bei 1:03. 1:03, die Jungs prügeln gerade. So, 1:03, Niklas, ich bin raus. Wie sieht's bei dir aus? Im Moment bräuchte ich wahrscheinlich einen Neo und einen richtig guten Startsprung dafür. Aber auch irgendwie zu aktiven Zeiten ist das schon eine Zeit im 50-Meter-Becken, die irgendwie allerdings nicht alltäglich war. Ja, und wir sehen auch hier, also wir haben über die Dichte des Teilnehmerfelds gesprochen und auch darüber gesprochen, dass es so viele unterschiedliche Charaktere gibt. Hier treffen Langdistanzler auf die jungen Wilden von der Kurzdistanz und wir sehen, das Feld zieht sich doch auch jetzt schon in die Länge. Ja, die Anschwimmgeschwindigkeit ist extrem hoch. Das ist, glaube ich, auch das Problem, was die Langdistanzler haben. Die können wahrscheinlich über die Dauer gesehen relativ identische Durchschnittspace schwimmen wie die schnellen Jungs auch. Aber mit einer Zeit von 1:03 anzugehen, tut mir leid, aber da ist auch Nils Frommholt mit überfordert. Da tut es ihnen Andi Dreiz schwer, irgendwie den Motor hochdrehen zu lassen. Aber das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie auf den nächsten 900 Metern so weitergeht. Wir können mal gucken, die wenden jetzt. Gehen auf die zweite, 200 Meter sind rum, 2:011. Es ist schon ein bisschen langsamer geworden, also 1:07 dann draufgeschwommen. Magnus Männer ist vorne, Jonas Osterholt hinten dran. Das sind auch die Jungs, die halt hier besonders heiß sind. Ne? Wenn die eine Chance haben, sich in Szene zu setzen, dann beim Schwimmen, das wissen die auch. Ja, da hat Magnus Männer ja gar keinen Hehl draus gemacht, auch in dem Interview, was ihr noch beim letzten Schwimmtraining gemacht habt. Und ich habe auch nochmal mit der Nürnberger Truppe gesprochen, also die Jungs um Freddy Funk, um Simon Henseleit, Max Sperl und eben auch Magnus Männer. Die haben gesagt, sie haben am Donnerstag noch die letzte Vorbelastung gemeinsam absolviert. Nur beim Schwimmen hat Magnus irgendwie sein eigenes Ding gemacht. Also der schwimmt da einfach nochmal eben diese paar Prozent besser. Ja, er ist jetzt auch vorne, hat jetzt eine gute Körperlänge schon rausgeschwommen. Und man sieht, wenn man hier vorne auf der Bahn guckt, Bahn 1, da ist auch noch einer, der gibt nicht klein bei. Da schwimmen nämlich gemeinsam Florian Angert und Johannes Vogel, auch zwei richtig schnelle Jungs. Bei Flo, das ist vielleicht einer, den man so ein bisschen ausklammern muss bei der Langdistanzprognose, die ich gerade mal leichtfertig abgegeben habe. Denn der hat, als wir ihn am Freitag hier beim Einschwimmen gesehen haben, noch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern erzählt, so, ja, die Jungs. Die wissen nicht, dass ich auch schwimmen kann. Also so richtig aufstecken wollte er vorher auch nicht schon. Und er ist natürlich einer, wenn der vorne mit auf die Radstrecke gleich gehen sollte, dann haben die Jungs da sicherlich direkt am Anfang erstmal zu knabbern. Ja, und hier gerade schön im Bild zu sehen, Michi Rehlert, Gustav Ihn, Jonas Osterholt. Genau so sollte das im Becken aussehen, damit wirklich alle drei den maximalen Benefit haben. Einer schwimmt vorne weg und an den Füßen spart man eben nochmal die paar Prozent. Das ist wie Windschattenfahren beim Fahrrad. Ja, wenn man so möchte, ist das ein gewisser Vorteil, wenn du hinterher schwimmst. Das kennt jeder aus dem Training. Gerade wenn man irgendwie seine Problemchen hat, dann ackert man ja unbedingt doppelt dafür, dass man irgendwie die Beine nicht verliert. Das wissen die Jungs ja auch. Und man sieht das hier auf der Bahn in der Mitte, da mit, ich muss mal gucken, nachsehen, welche Bahn das ist.
die schwimmen richtigen Zug da. Und ich meine, Magnus ist auf und davon. Und ja, es wird jetzt gleich eher spannend, was passiert nach 500 Metern. Geht dann irgendwie ein bisschen der Druck raus. Magnus kommt jetzt zurück, geht dann auf 400. Der wendet nach 400 Metern bei 4,28. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, also das ist hochgerechnet 1,07 immer noch im Schnitt. Also das ist wirklich mit Druck, mit Vollgas, so wie wir es angekündigt haben. Ja, und der Typ hatte so ein ganz verschmitztes Lächeln drauf. Ich glaube, das hat er jetzt gerade auch schon aufgelegt, weil das lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen. Da lehne ich mich jetzt schon nach 400 Metern aus dem Fenster. Aber wie gesagt, wir hatten ja die Prognose auch angestellt. Die schnellen Schwimmer sind meiner Meinung nach nicht die, die nachher dann das Heft in die Hand nehmen werden. Aber umso schöner, dass sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und dann hier erstmal Vollgas von vorne weg das Ding ballern. Ja, vor allem wissen die ja auch ganz genau, es gibt hier eben die Media-Zeit. Also die Zeit, sich mal zu präsentieren. Und das sind ja die Jungs, die vielleicht noch nicht dem ganz breiten Publikum bekannt sind, die hier die Bühne bekommen. Und dann geht es aufs Rad, da können wir auch schon mal vorausgucken. Denn da die Besonderheit 20-Meter-Regel, das gibt es nicht häufig. Das spielt dann natürlich den Radfahrern und wahrscheinlich auch eher den Langdistanzlern in die Karten. Definitiv. Hier kam gerade in den Kommentaren nochmal die Frage, welche Distanzen konkret. Haben wir am Anfang gesagt, ich gehe nochmal ganz schnell kurz drauf ein. 1000 Meter schwimmen, 40 Radfahren, 10 laufen. Ja und nein zu deiner Frage, dass das den Langdistanzlern in die Karten spielt. Weil, wir hatten es gesagt, die Strecke hat auch so ein paar Spitzen in sich. Da sind Laktatspitzen drin, die müssen auch erstmal abgepuffert werden. Ob das den Langdistanz dann so gut kommt und in die Karten spielt, was mir ein bisschen Sorge bereitet, bin ich ehrlich. Andi Dreiz hat gestern gesagt, ja, auf so einer kurzen Strecke, da kann man mal richtig durchdrehen. Und ich glaube, wenn Andi Dreiz von durchdrehen spricht, dann ist schon einiges gesagt, also können wir uns darauf freuen. Ja, und auch da haben wir dann später ganz, ganz starke Jungs. Also ich denke an Andi Dreiz zum Beispiel, ich denke an Nils Frommholt, aber auch so jemand wie Ruben C. Punkte. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der an Rückstand mit auf den Weg nimmt. Der überrascht uns zwar nicht regelmäßig beim Schwimmen, aber irgendwie verblüfft er uns immer noch, weil das bei ihm einfach so schnell ging, dass er hier in der nationalen und auch internationalen Spitze vorne mit dabei ist. Und da ist einer, den wir auch nicht vergessen dürfen, Frederik Funk. Der Typ ist halt mal 3000 Grad heiß heute. Der schwimmt schnell, der fährt richtig gut Rad, der hat auch irgendwie die jugendliche Frische in seinen Beinen. Und wenn der einmal Lunte gerochen hat, dann ist da, glaube ich, auch fast kein Halten mehr. Dazu kommen auch irgendwie Jungs wie Peter Hemerick, ne? Der auch eigentlich unkalkulierbar ist und der auch irgendwie wahrscheinlich erst so nach ungefähr der Hälfte der Radstrecke dann seine Chance wittert. Ja, wir werden sehen. Ja, wie wir es gesagt haben, ganz, ganz viele Geschichten, ganz, ganz viele mögliche Rennszenarien, die sich hier im Laufe der nächsten knapp 2 Stunden, wenn wir das Frauengeschehen noch mit einbeziehen, ergeben können. Was mich noch ganz kurz interessieren würde, von wo gucken die Leute zu? Wir sehen, es gibt zahlreiche Zuschauer schon, sehr beeindruckend, freut uns wahnsinnig, dass ihr zuguckt. Aber natürlich auch, wo? Habt ihr schon trainiert? Sitzt ihr irgendwie mit einem kalten, alkoholfreien Bierchen zu Hause? Habt den Grill angeschmissen? Seid ihr alleine mit mehreren? Haut mal in die Kommentare, weil wie gesagt, das ist eine sehr einseitige Kommunikation, die wir betreiben. Es gibt viele Kommentare. Ab und zu versuchen wir mal eine Frage aufzugreifen, wenn es da was gibt. Aber was halt auch schön ist zu sehen, ihr kommuniziert untereinander sehr, sehr schön. Von daher ist das, glaube ich, hier das genau das Ding, was wir uns erhofft haben, eine riesengroße Mitmachgeschichte und nur auch gemeinsam zu wuppen das Ganze. Ja, und hauptsächlich natürlich deutschsprachig dieser Stream, aber natürlich wollen wir auch unsere internationalen Zuschauer zumindest mal Updates geben, wie es denn bei den Rennen steht. So, a warm welcome to everyone looking from abroad. We are super stoked to have this race on and to have you in our live stream. And of course, we want to give you updates about what's going on in the race. So right now it's a 1 kilometer swim, as you can see in the pool. The leading man reached the 700 meters mark. Magnus Männer is the leading man, but we have a stacked field with world champion Gustav Iden, with Olympians, with world-class athletes on the long course distance, but also on the short course distance. And of course, we will give you updates every now and then in English as well. Jetzt ist auch noch vielleicht eben diese 2 Minuten Zeit, um einmal schon darauf vorzubereiten, bitte sich mal Gedanken zu machen, wer denn der heiße Tipp auf den Gewinner hier ist. Das ist so eine Frage, die können wir nachher mal stellen. Also das, ihr seid ja gerade noch damit beschäftigt zu sagen, wo ihr gerade seid. Super geil. Aber nachher wollen wir noch wissen, wer euer heißer Tipp ist. Also verwahrt euch das noch so ein bisschen.
wir wollen mit euch kommunizieren, dann macht uns das ja auch doppelt Freude. Und ganz kurz, bevor es jetzt rausgeht, ne? Ich bin unglaublich froh, dass das Ding live gegangen ist, weil wenn man, glaube ich, weiß, was das für eine Entstehungsgeschichte hat, die wir nachher mal erzählen müssen. Ich gucke hier nur mal zwei Männer weiter nach rechts, wenn ihr nachher nochmal in die Regie geschnitten wird, seht ihr da einen sitzen, der, wenn man ihm den Stecker zieht, ja, dann wären wir alle nicht hier. Also auch da ein riesengroßes Danke schon mal an Johannes für den Support. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Rennen, weil das dauert nicht mehr lange, bis Magnus aus dem Becken klettern wird. Genau, und wir sehen hier immer noch diese wunderbaren Bilder. Wir sehen teilweise die Gruppen komplett gesprengt, aber auch immer noch dicht beieinander. Also das Feld sortiert sich. Wir freuen uns gleich auf den Ausstieg der schnellsten Männer und dann natürlich auch auf das Radfahren, denn das wird ein Spektakel, so viel ist klar. Der Junge ballert gerade. Das ist tatsächlich so, Magnus Männer überrundet an die 3, wie das aussieht, und geht auf die 1000 Meter. Da dürfte Andi gerade einmal dick mit den Zähnen geknirscht haben. Das ist ihm, glaube ich, auch noch nicht häufig passiert, dass er innerhalb von 1000 Metern, Andi hat ja jetzt 800 Meter, dass ihm da ein Junge so um die Ohren schwimmt, zeigt aber einfach, was das für ein Niveau wird, was hier geschwommen wird. Und Magnus Männer hat gerade das Brett reingehalten bekommen. Also die Jungs zählen natürlich selber mit, kriegen hier aber die Unterstützung, das Brett als Zeichen für die letzten 100 Meter. Auch auf den anderen Bahnen werden jetzt die letzten 100 Meter angezeigt. Also das geht hier gleich Knall auf Fall. Magnus wird sicherlich einen kleinen Vorsprung mit in die Wechselzone nehmen und dann auch aufs Rad. Aber dann, denke ich, werden wir eine kleine Lücke von 10, 15, 20 Sekunden sehen. Und dann ist hier in der Wechselzone Hochbetrieb. Dann spätestens schalten wir auch zu Danny und Nick nochmal, die da Position bezogen haben und da den Athleten über die Schulter gucken werden. Aber man merkt, ich spreche plötzlich so schnell. Ich bin verdammt aufgeregt. Mit was für einer Zeit der hier aus dem Becken kommt. Der ist schon auf dem Rückweg. Ja, wir sind jetzt bei 11 Minuten und 20 Sekunden. Magnus Männer auf den letzten 5, 6 Metern. Also das wird eine Zeit unter Wahnsinn. 11 Minuten 30 Sekunden. Wahnsinn. Das ist schon wirklich spektakulär. Jetzt ist er raus. 11:27, das ist unglaublich. Der erste Mann, Magnus Männer, ist raus, sprintet jetzt in die Wechselzone zu seinem Fahrrad. Und wir gucken natürlich, wie der Rückstand ist und natürlich auch, wer Zweiter aus dem Wasser geht. Das müsste ein Osterholt sein. Jonas Osterholt. Osterholt. Hinten Simon Henseleit. Gustav Iden direkt Gustav dahinter. Iden. So, und jetzt 30 Sekunden. Michael Rählert, Wahnsinn, das hätte ich nicht erwartet. Florian Angert dabei. Also Julian jetzt Fritzenschaft. Sind die Abstände nicht mehr wirklich Henry gegeben. Graf, jetzt ist Jan das große Stratmann. Feld unterwegs. Da wird gewechselt und das geht richtig schnell. So, und jetzt, Niklas, läuft ja genau die Zeit gegen diejenigen, die jetzt noch im Wasser sind. Denn alles, was jetzt an Sekunden verstreicht, ist einfach der Rückstand, den die hier da mit auf die Strecke Stromholt nehmen. Mit knapp 30 Sekunden Rückstand auf diese Gruppe, die wir gerade gesehen haben. Und auch Frederik Funk dabei. Nils Frommholt. Johnny Zipf ist auch dabei. Das ist nochmal ein starkes Ding fürs Radfahren gleich. Eine gute Kombi. So, und wir sehen die Wechselzone live. Sehen hier Punke. Wildes Treiben in der Wechselzone. Hier sehen wir schon, auch hier darf sich kein Fehler erlaubt werden. Jan Stratmann, der sein Rad rausschiebt, Johannes Vogel dahinter, das müsste Tobi Drachler sein. Freddy Funk sehen wir jetzt von hinten in die Wechselzone kommen. Jetzt klettert Andi Dreiz hier aus dem Becken, macht sich auch auf die Verfolgungsjagd. Und wie gesagt, das ist eine Minute, ist da gar nichts, wenn Andi Dreiz jetzt gleich da richtig in die Pedale donnert. Und ich glaube, das wird noch richtig eng für die Jungs da vorne. Wir sehen auch jetzt Ruben C. Punkt am Rad, also auch der hat Rückstand, das war zu erwarten, aber der hält sich in Grenzen und der wird versuchen, jetzt seine Stärke auszuspielen. Martin Schulz, Paralympics-Champion von Rio 2016, macht sich auf den Weg. Dahinter Boris Stein, auch jetzt aus dem Wasser. Einen Schwimmer haben wir noch im Becken. Sven Wies. Julian Fritzenschaft. Sven Wies gerade mit dem Rad aus dem Weg, aus der Wechselzone. Andi Dreiz schiebt sein Rad jetzt raus und da sehen wir auch Boris Stein. Also die Radraketen haben sich Rückstand eingehandelt und umso mehr wird von da
von Beginn an die Post abgeben. Genau, ich hoffe, dass wir jetzt gleich nochmal ganz kurz in die Wechselzone zu Nick und Dani schalten können, bevor wir aufs Rad gehen. Nein, können wir nicht. Johannes schüttelt wie wild mit dem Kopf. Wir sehen es auf dem Rad. Es geht erstmal flach los, bevor es gleich eine langgezogene Linkskurve gibt. Auf den ersten Metern muss sich da erstmal sortiert werden. Das ist auch ganz klar. 20 Meter Abstand sind die Jungs nicht gewohnt. Gerade die Kurzdistanzer, die kommen aus der Bundesliga, Weltcup oder Super League. Da ist es halt so, dass du in der Gruppe fährst. Die wissen teilweise ja nicht mal, wie 10 Meter Abstand aussehen. Das heißt, irgendwie, wenn man so will, frühkindliche Erziehung hier, dass sie direkt den 20 Meter Abstand beigebracht bekommen, dass in der Hoffnung, dass sich das irgendwie bei Profirennen etablieren lässt. Auch da soll das ja hier mit gutem Beispiel vorangehen. Und wie gesagt, das dauert 1-2 Kilometer, bis die Jungs sich sortieren. Da muss man das Verständnis einfach haben. Ich glaube, wenn man ein bisschen Triathlon-Erfahrung hat und Renndynamik nachvollziehen kann, dann ist es auch ganz klar, da muss hier nicht gemeckert werden. Das ist logisch, da wird sich sortiert und dann ist es halt in 2, 3, 4, 5 Minuten ein ganz anderes Bild. Das ist vollkommen legitim, wie das hier gerade läuft. Ja, wir haben es ja auch gesehen, innerhalb von 15, 20 Sekunden ist ja irgendwie der Großteil der Athleten zeitgleich auf die Strecke gegangen und jetzt sehen wir es auch schon, also die Abstände sind auf jeden Fall gegeben und auch ganz spannend, dieser Mix aus Athleten, da sehen wir jetzt gerade Gustav Iden, der Weltmeister auf der 70-3-Distanz und wie letztes Jahr in Nizza ist er hier auf dem Rennrad unterwegs. Eben auf dem Rennrad. Einer von ein paar Handvoll Athleten, die hier mit dem Rennrad unterwegs sind. Und wir hatten ja telefoniert und wir hatten Kontakt vorher und er meinte, ja, brauche ich ein TT-Bike oder ist Rennrad okay? Ich bin ja quasi auf Durchreise. Der Typ ist seit dem 15. Juli nicht mehr zu Hause gewesen. Und dann haben wir irgendwie überlegt und diskutiert und ich habe gesagt, die Strecke geht auch mit dem Rennrad. Vor allen Dingen, sie ist technisch ein bisschen... Da schön das andere Bild, Simon Henseleit war noch beim Bikefitter. Der ist normalerweise auch das Rennrad gewöhnt und ist dann aber umgesattelt aufs TT-Bike. Und mal gucken, wer dann irgendwie von den beiden am Ende die Haushoheit hier hat. Ja, und Simon Henseleit feiert eine doppelte Premiere. Erstes Rennen auf dem Zeitfahrrad überhaupt. Das ist übrigens auch nur ein geliehenes Zeitfahrrad, was er sich noch von einem Teamkollegen ausgeliehen hat, schnell fitten lassen, hat gesagt, 4 Einheiten hat er drauf gemacht. Und sein allererstes Rennen über die olympische Distanz, sonst nur auf Sprintdistanzen unterwegs. Während die Jungs da tatsächlich sich vorbereiten und sich finden auf der Radstrecke und jetzt ungefähr bei Kilometer 2-3 sein dürften, schauen wir nochmal aufs Schwimmen, weil hier geht gleich das Rennen der Frauen los. Ja, und vorher schalten wir noch einmal in die Wechselzone zu Nick und zu Dani. Wie sieht's aus bei euch? Ja, wir mussten ein bisschen umdisponieren hier, weil anscheinend wir die ganze Zeit den Wechsel gefilmt haben, aber kein Bild hatten. Also die Funkstrecke funktioniert nicht so wie im Test, deswegen sind wir jetzt hier am Laufwendepunkt. Wir haben uns die Wechsel mal genau angeschaut und ja, eigentlich hat keiner einen großen Patzer gemacht. Alle haben super schnell gewechselt. Für mich eine große Überraschung, dass Ruben dann doch mit der großen Gruppe rausgekommen ist. Ich hätte gedacht, vielleicht ist er ein bisschen weiter vorne nach dem Schwimmen in Davos. Aber unfassbar, die jungen Wilden, kann man wirklich sagen. Was die da abgefackelt haben beim Schwimmen, war einfach unfassbar. Oder wie siehst du das? Ja, Wahnsinn. Also auch in der Wechselzone ging es halt einfach Schlag auf Schlag. Das sind ja die Handgriffe, die man tausendmal im Kopf durchgeht, vorher und auch auf den letzten Metern beim Schwimmen. Und ja, es hat wirklich bei allen super gut geklappt. Klar, da fällt man ein Visier runter oder irgendwie, aber das ist ja, coole Perspektive, die wir hier haben, das mal so hautnah zu sehen. Endlich mal wieder Race Action nah und jetzt sofort zurück zum Pool oder auf die Radstrecke. Ich weiß nicht, wo wir hingehen, aber back zu den Live-Bildern. Ab zum Pool. Wir gehen in die letzten Augenblicke, bevor dann gleich das zweite Rennen startet. Das Rennen der Frauen und auch da haben wir ein spektakuläres Teilnehmerfeld am Start. 15 hochmotivierte Frauen, die gleich an den Start gehen. Ja, und auch da können wir nochmal die Bahnbelegung durchgehen. Auf Bahn 1 Franzi Reng, eine Debütantin, erster Triathlon überhaupt, kommt vom Laufen. Und Lena Berlinger. Bahn 2, Stine Dahle, Lucy Hall, wir müssen uns beeilen, es geht gleich los. Sarissa De Vries und Katharina Krüger auf Bahn 3. Lisa Nordeen, Anne Reichmann, Bahn 4. Bahn 5, Steffi Jansen und Caro Lerida. Nina Derron, Annalena Pohl auf Bahn 6. Hanna Alom und Annabel Knoll auf der 7. Immo Simmons auf Bahn 8 alleine, weil leider eine den kurzfristig absagen musste. Und jetzt gucken wir direkt wieder auf den Pool, weil hier geht's gleich weiter. Hier geht gleich wieder die Post ab. Und dann ist hier gleich direkt das zweite Bild, was wir uns irgendwie herbeigesehen haben mit dem Startschuss, dem Start. Und dann kurz danach gehen wir wieder auf die Radstrecke der Männer. Ja, und ich glaube, wir sind bei weitem noch nicht müde geworden, was eben diese fantastischen Bilder angeht.
Wir können hier nochmal eben so ein paar Namen herausgreifen, die gleich beim Schwimmen das Zepter höchstwahrscheinlich in die Hand nehmen werden. Da ist Lucy Hall, die Britin, die schon bei Olympia dabei war, beim Rennen 2012 in London, übrigens als Erste aus dem Wasser damals gekommen. Ich glaube, das unterstreicht schon die These. Wen hast du sonst noch auf dem Zettel? Ich sehe da eine Annabelle Knoll. Die hat die Rennhärte, die wir auch bei den Männern angesprochen haben, aus der Bundesliga. Die weiß, wie das geht mit dem Schnellschwimmen. Und die beiden dann mit Annalena Pohl noch in der Kombi, da geht ja auch gleich richtig die Post ab. Ja, wir sehen Immo Simmons gerade groß im Bild. Eine der Top-Favoritinnen. Soweit können wir uns festlegen. Also der Sieg wird unter anderem über sie gehen. Startet allein auf der Bahn. Ist das Vorteil? Ist das Nachteil? Was spielt das für eine Rolle, Niklas? Nein, hier nicht. Die schwimmen nebeneinander. Eine Athletin rechts auf der Bahn, eine links. Hier wird nicht gekraselt wie bei den Männern. Also nur zwei Athletinnen pro Bahn. Und jetzt wird hier nochmal ein bisschen Stimmung gemacht für die Mädels. Die kochen auch. Die sind genauso heiß wie die Jungs. Und das Rennen wird nicht weniger spannend. Es geht los in 10 Sekunden, Niklas. Ich würde sagen, wir sind einen Moment ruhig. Genießen den Start. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ab geht die Post. Ich bin sicher, dass Lucy Hall erstmal von vorne das Tempo machen wird und dann Annalena Pohl sicherlich auf den letzten 700, 800, 900 Metern nochmal die Lücke schließen kann. Und ich würde sagen, wir bleiben noch bis die ersten 100 Meter bei den Frauen rum sind drauf, Johannes. Um einmal zu schauen, wie hier die Anschwimmgeschwindigkeit ist. Das ist beeindruckend. Wenn man da am linken Bildrand sieht, mit was für einem Vorsprung Lucy Hall jetzt schon im Wasser unterwegs ist, unglaublich. Nach 50 Metern anderthalb Körperlängen Vorsprung zu haben, das ist mehr als außergewöhnlich. Und Johannes, du hast es gehört, wenn wir den Split gleich gesagt haben von Lucy Hall, dann gucken wir mal bei den Männern auf dem Rad vorbei, was sich da getan hat. Ja, Lucy Hall auf Bahn 2, die Britin 2012 so ein bisschen als Domestik eingekauft für das britische Team, sollte dort die Kapitänin unterstützen und wir haben es gesagt, erste aus dem Wasser und die lässt hier von Anfang an keine Zweifel bestehen, wer hier das Zepter von Anfang an in die Hand nimmt, ist jetzt auf den letzten 10, 15 Meter der ersten 100. Wir haben bei den Männern gesehen, dass mit 1:03 angegangen wurde, da muss Lucy sich nicht verstecken, 1:07 die Wende, das ist... Auch für die anderen. Annabelle Knoll wendet gerade knapp 3-4 Sekunden später. Das ist schon eine Anschwimmgeschwindigkeit, die sicherlich Weltklasse-Niveau ist. Ja, Annalena Pohl auf Bahn 6 auch vorne mit dabei. Wenig überraschend, das ist diejenige, die auch sonst auf der Mitteldistanz die Rennen bestreitet. Und wir sind wieder bei den Männern. Wir sind beim Ironman 73 Weltmeister bei Gustav Iden. Und der hier immer noch das Tempo macht. Und er hat hier schon den ersten giftigen Anstieg hinter sich, den ersten U-Turn genommen und hier kommt er zur zweiten 90-Grad-Kurve schon. Und da geht es dann direkt runter, also die kann er nicht in Aero-Position fahren, wird man sehen, er wird runterbremsen, hart antreten und dann folgt schon nach wenigen 100 Metern der nächste Wendepunkt. Also einmal voll ins Laktat rein, runterbremsen rum und direkt wieder auf die Fresse und dann geht es weiter zurück zum Ende der Radstrecke. Und das ist ja aber genau das, wo er zum Beispiel seine Stärken hat. Immer noch auf der Kurzdistanz aktiv, vor 2 Wochen bei der Weltmeisterschaft in Hamburg gestartet, Platz 11, also genau das kann er. Genau, da sehen wir einen der beiden Osterholt-Brüder, der sich nochmal schnelles Material geliehen hat. Wie gesagt, die Jungs sind da nicht ganz drauf vorbereitet, aber da wird man gleich sicherlich auch nochmal anderes Material zu sehen bekommen. Da ist der Wendepunkt, den ich angesprochen hatte. Wie gesagt, die haben gerade erst wieder Fahrt aufgenommen, müssen wieder in die Eisen gehen, rumziehen und wieder Tempo aufnehmen. Dementsprechend dürften die Muskeln da schon am Feiern sein. Und Gustav, wir müssen gerade uns mal einen Überblick verschaffen, aber das scheint, als hätte er sogar die Führung schon übernommen. Ja, und das wäre natürlich spektakulär, weil das ist einer der Jungs, da ist es eigentlich allen anderen daran gelegen, den irgendwie loszuwerden, weil eine Laufentscheidung mit Gustav Iden, das ist mit Sicherheit nicht das, was hier der Großteil des Starterfelds haben möchte. Richtig, ganz kurz zu dem Bild, man sieht absolut, manchmal ist das so ein bisschen krisselig, wie gesagt, das ist einfach der Signalstärke hier geschuldet, aber wir versuchen euch ja zu erklären, wen ihr da seht. Der Tipp von Johannes war, ja, wenn es da mal krisselig wird, dann schalten wir einfach in den Splitscreen, läuft schon, dann erkennt man das nicht so. Wie gesagt, wir haben hier versucht, innerhalb von 18 Tagen das Ding irgendwie da so möglich zu machen, wie ihr das jetzt seht, also verzeiht uns das bitte, wenn da mal ein oder andere Mal das Bild ein bisschen krisselig oder ein bisschen grau wird, wie gesagt, it is wie it is, sagt man hier im Rheinland. Und es ist noch immer gut gegangen. Von daher, glaube ich, können wir damit sehr zufrieden sein, wie das jetzt hier angefangen hat. Wir sind ja online. Ja, und du hast ja auch im Vorfeld gesagt, also
Alex, wenn wir es irgendwie schaffen, auch nur 80% von dem, was wir uns vorgenommen haben, hier irgendwie auf die Straße zu bringen, dann wird das schon ein Erfolg. Und so, wie wir das in den Kommentaren wiedergespielt bekommen, macht es euch da draußen auf jeden Fall Spaß. Das freut uns auf jeden Fall. Diskutiert fleißig mit euch weiter. Da hat eine Ortskenntnis, sehe ich gerade in den Kommentaren, weil auf dem Rückweg gibt es tatsächlich einen Blitzer, der bei 70 auslöst. Und es geht da leicht bergab. Und es ist tatsächlich möglich, dass er auch auslöst. Also schauen wir mal, ob einer irgendwie noch ein Knöllchen nach Hause geschickt bekommt. Wir werden die Namen natürlich an die Behörden weiterleiten, versteht sich ja von selbst. Ja, oder dafür geht dann die Bestzeitprämie drauf, die hier natürlich auch für den besten Radsplit vergeben wird. Also natürlich. Auch das ist natürlich immer noch so ein bisschen das Rennen im Rennen. Also auch hier können sich die Radspezialisten noch einmal hervortun, nicht nur den Ausgang des Rennens hier irgendwie mit beeinflussen, sondern sich hier natürlich auch noch die 500 € Prämie sichern. Genau, unterdessen schauen wir nochmal eben bei den Frauen ins Becken, die jetzt die ersten 400 Meter hinter sich haben. Lucy Hall kommt und geht bei 4:52 nach 400 Metern die Wende und schwimmt auf die nächsten 600 Meter. Die Hälfte ist noch nicht ganz geschafft, aber wie gesagt, das ist hohes Niveau. Anne Reischmann war das, die hat aber erst 300 Meter. Annalena ist rumgegangen bei knapp 15 Sekunden später. Wie gesagt, wir versuchen hier zwei Rennen parallel für euch im Auge zu behalten. 20 Minuten Unterschied bei den Startzeiten. Die Männer sind auf dem Rad unterwegs. Wir hoffen, dass das Bildsignal, Johannes, dass das Bildsignal bei den Männern etwas stabiler geworden ist. Dann können wir auch gerne wieder zurück auf die Radstrecke schneiden. Ja, und wir wollen kurz unseren internationalen Zuschauern ein kleines Update auf Englisch geben. So, once again, a small update for the international viewers in the stream. Thanks again for tuning in, and we are on the bike. Gustav Iden, as it seems, is in the lead with his road bike, apparently. He was training in France for a lot of weeks and was coming straight from a race in the Czech Republic and don't have the time trial bike with him, but that's not bothering him at all. Ich bekomme gerade die Info, wir sollen bitte etwas mehr zu den aktuellen Bildern sagen. Wir versuchen das so gut es geht. Wie gesagt, wir mussten da einmal die Kameramotorräder sich sortieren lassen, weil die Anweisung ja bekommen haben, mit der Spitze der Männer mitzufahren. Und es ist tatsächlich so, dass Gustav Iden hier das Rennen anführt. Spannend wird gleich, Thorsten Radde steht ja an der Strecke, macht den Spotter für uns. Dann auch die Splitzeiten zu erfahren, die wir natürlich sofort durchgeben werden. Und dann wissen wir dazu auch mehr. Jonas Osterholt dürfte hier auf dem zweiten Platz sein. Das Kameramotorrad, was ihr jetzt gerade filmt, das wird jetzt hier Pause machen und auf die Spitze der Frauen warten, um dann auf die Runde zu gehen, wenn die erste Frau kommt. Wir haben quasi die beiden Kameras, die wir mobil unterwegs haben können, vollkommen ausgenutzt sozusagen. Und ja. Ja, und wollen natürlich beide Rennen so gut es geht parallel zeigen. Und das Schöne ist ja, sobald die Männer im Ziel sind, haben die Frauen die komplette Bühne für sich. Das heißt, so die letzten 25-30 Minuten wahrscheinlich können wir uns komplett auf das Lauffinale des Frauenrenns konzentrieren und gucken, wer dann die Akzente hinten setzen wird. Exakt, wir warten auf die Splitzeiten vom Streckenrand von Thorsten Radde, die wir dann natürlich umgehend nachreichen werden, denn so ein Live-Timing, wie man das vielleicht von den ganz großen Events kennt, haben wir hier leider noch nicht zur Verfügung. Wir sind ja hier beim Stadtwerke Ratingen Triathlon zu Gast mit dem Pushing Limits Race. Das ist ein Event, das steht und das ist das nicht gewohnt, dass man hier irgendwie versucht, eine entsprechende Live-Berichterstattung auf die Beine zu stellen. Das heißt, wir haben dann einfach mal versucht, händisch das Ganze zu regeln, indem wir da Leute an die Strecke gestellt haben. Ich muss mich gerade revidieren. Thorsten Radde steht nämlich hier am Beckenrand. Aber ich schicke ihn mal gerade eben auf die Laufstrecke. Ich bin sofort wieder da. Ja, wir sehen die Schwimmbilder, die Frauen weiterhin dabei. Lucy Hall, die Britin vorneweg. Und auch hier sehen wir, das Feld hat sich in die Länge gezogen und dezimiert 15 Athletinnen, die dabei sind. Wunderschöne Bilder von oben. Also das die Bilder, auf die wir uns so, so sehr gefreut haben. Und wir springen wieder zu den Männern. Niklas, das ist ja auch so eine Frage. Wir haben darüber geredet. Langdistanz gegen Kurzdistanz, wenn wir mal aufs Material gucken. Jonas Osterholt, da hattest du gesagt, noch geliehenes Material, während hier jetzt gerade... Da kommt der Erste. So, und das dürfte... Ruben zu Puntke sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder Peter Hemerick. Das war jetzt so schnell. Da sehen wir Florian Angert
Und jetzt passiert genau das, was wir prognostiziert haben. Es dauert 10, 12 Kilometer, dann ist der Schwimmrückstand wettgemacht und dann geht jetzt wird die Luft für die Jungs da vorne ganz dünn. Wenn dann, ich vermute, dass das Peter Hemerick sein wird und Florian Anger zum Angriff blasen, dann wird es richtig ungemütlich da vorne. Und man muss ja auch sagen, die Langdistanzer, die trainieren Tag ein, Tag aus auf diesen Rennmaschinen, die waren auf der Bahn, die waren teilweise sogar im Windtunnel, haben hier irgendwie versucht, die Aerodynamik zu perfektionieren und jedes Watt irgendwie rauszuholen. Das ist natürlich etwas, das geht den Kurzdistanzern hier komplett ab und das bekommt man vor allem dann in diesen Highspeed-Passagen richtig zu spüren. Und Florian Angert, gerade noch ganz vorbeigezogen, hat die Führung übernommen. Scheint so zu sein, als würde er dann doch gerne mal zeigen, was er auch auf den kurzen Distanzen noch in den Schenkeln hat. Man sieht das hier, eine Wahnsinnssitzposition. Ich hätte fast gesagt so, dass er eigentlich auf dem Kurs gar nicht so unbedingt zum ganz engen Favoritenkreis zählt, aber offensichtlich will er uns da eines Besseren belehren. Ja, Florian Angert mit einem überragenden Ironman-Debüt im letzten Jahr beim Ironman Barcelona, den er auf Anhieb gewonnen hat, damit auch schon für Hawaii qualifiziert. Und wir sehen wieder diese wunderbaren Bilder, schwimmen von oben, sehen auf Bahn 2 Lucy Hall. Eden liegt noch vorne, ist absolut richtig, ja. Da sehen wir Peter Hemerick, der nochmal an Florian Anger vorbeigeht. Und ich muss das natürlich korrigieren, Gustav Eden liegt vorne. Den haben wir quasi ein bisschen aus den Augen verloren. So, da kommt Freddy Funk ins Bild gerauscht. Auch er vom Team Erdinger alkoholfrei, war ein Jahr im Perspektivteam. Dann ging es für ihn direkt zu den Profis. Und du hattest ihn schon angesprochen, einer der heißen Favoriten hier dahinter, Tobi Drachler. Und dann, das ist jetzt tatsächlich, da wollen wir auch gar nicht lang rumlamentieren, für uns nicht ganz so einfach mit dem Bild die Startnummern zu erkennen. Wir versuchen da das Beste nochmal irgendwie jetzt herauszufinden. Wie gesagt, wir haben in der Gruppe definitiv Peter Hemerick, Florian Angert, Frederik Funk, Osterholt und ich meine, ich tue mich jetzt da schwer, aber ist das Michael Rädert? Da wird lamentiert. Das ist Michael Rädert im PA-Suit. Das ist tatsächlich Michi Rädert, der in der Gruppe ist. Ich war ein bisschen irritiert, weil der Rennanzug ist bei ihm irgendwie nicht so bekannt. Aber die Gruppe... So, also auch der zeigt sich vorne. Einer, über den wir in den letzten Minuten noch nicht viel gesprochen haben. Michael Rädert hat hier sich offensichtlich viel vorgenommen. Und auch der hat gesagt, er hat immer seine besten Rennen gemacht, wenn er den Kopf einfach ausgeschaltet hat und einfach mal drauf gedrückt hat. Und das scheint so zu sein, denn der fackelt da auch gar nicht lange drin rum, sich da einzureihen. Ich meine, der ist einmal kurz vor die Jungs gefahren, hat sich irgendwie einen oder anderen Spruch eingesteckt. Und jetzt, da sieht man es nämlich, vorne ist Gustav Ihn. Und die Jungs schließen die Lücke jetzt. Peter Hemerick an 2, Michi Rädert an 3. Und dann hat der Gustav Ihnen da vorne nicht mehr so lange den Pass gebucht, denn die werden den jetzt sicherlich schlucken. So, unterdessen Lucy Hall auf die letzten 100 Meter gegangen, also auch da springen wir gleich nochmal zum Swim-Exit. Da ist er, kommt, aus dem, kommt Wasser. Aus dem Wasser. 12 Minuten 18 Sekunden. Das ist keine Minute langsamer als der schnellste Mann. Und ich würde fast sagen, da wäre sie auch voll im Mix bei den Jungs. Jetzt geht sie in die Wechselzone, wird da einen ähnlich schnellen Wechsel hinlegen. Das kann sie auch noch von der Super League erfahren, Weltcup erfahren, Olympia erfahren. Also Lucy Hall weiß auch, wie man jetzt noch richtig schnell wechselt. Und richtig spaßig dürfte das für die Mädels dahinter jetzt nicht werden. Du hast das Rennen im Blick, du siehst, wer als nächstes kommt. Ja, das ist schon eine richtige Hausnummer, die sie hier als Vorsprung mit auf die Radstrecke nimmt. Da sieht man Lucy an ihrem Rad. Anzug runter, da sind das 2, 3 Handgriffe. Annalena Pohl, die zweitschnellste Frau, die jetzt aus dem Wasser gekommen ist und die sprintet hier in die Wechselzone. Annabel Knoll und Annalena Pohl fast zeitgleich. Genau, Annalena Pohl kurz vorne weg, Annabel Knoll direkt dahinter. Das die ersten drei Frauen und jetzt geht es auch hier Schlag auf Schlag. Lisa Norden in diesem Moment aus dem Wasser, eine der Top-Favoritinnen. Stine Dahle, die Norwegerin, vor 2 Wochen noch bei der Weltmeisterschaft gestartet. Und da kommt Annabel Knoll in die Wechselzone, ist nach rechts abgebogen. Links ist Annalena Pohl
Und mal schauen, da sieht man das ganz gut. Annalena Pohl ist eher Mittel-Langdistanzlerin. Die hat den Schwimmanzug noch an, das dauert ein bisschen. Ja, und die Bundeslina ist dann, Annabelle Knoll ist dann schon weg, ruckzuck. Sind das 20, 30 Sekunden Vorsprung, die man da geschenkt bekommt. Ja, die Bundesligistin Annalena Knoll sagt, mach du mal mit deinem Anzug, ich nehme schon mal das Rad und mach mich von dann. Also die nimmt den Vorsprung hier mit auf die Radstrecke, geht als Zweite gleich aufs Rad. Da sieht man Katharina Krüger, die gerade gekommen ist. Links am Bild dran Lisa Nordeen, die sich jetzt fertig macht für ihre Paradedisziplin. Die hatte eine zweijährige Auszeit vom Triathlon-Sport genommen, hat sich als Profi-Radsportlerin versucht und die kommt mit entsprechend Bums in den Beinen halt jetzt hier zurück. Caro Lehrieder, auch nicht weit zurück. Die sind in Polen beim 73 schon gemeinsam aus dem Wasser gekommen. Da gab es keine Allianz, da war Lisa Nordeen relativ schnell auf und davon. Anne Reischmann ist dabei, also das ist hier bei den Frauen deutlich enger geht das hier zur Sache als bei den Herren gerade noch. Ja, Anne Reischmann, eine der Frauen, die wir dann später fürs Laufen auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollten. Da hat sie ihre Paradedisziplin. Caro Lehrieder, da haben wir eben gesehen, ihr Rad rausgeschoben in Schlagdistanz zu Lisa Nordeen. Also vielleicht bilden die dieses Mal eine Allianz. Lisa Nordeen, wir haben es angekündigt, bärenstarke Radfahrerin. Viermal in Folge mittlerweile schwedische Meisterin beim Zeitfahren. So, die Wechselzone, da wird es ein bisschen ruhiger. Währenddessen sortiert sich das bei den Herren im Feld. Und wir haben die erste Bestzeitprämie des Tages zu vergeben. Wir halten das hier mal in die Kamera. 500 Euro. Wir dürfen herzlich vergeben. 500 Euro bei den Männern. Erwartungsgemäß können wir sagen an Magnus Männer. Und bei den Frauen Lucy Hall. So, viel Action von Beginn an. Wir sehen Lucy Hall auf dem Rad. Ja, und wir sind gespannt, wie die jetzt mit ihrer Führung umgeht. Also das war doch schon eine ordentliche Zeit, die sie hier mit auf den Weg nehmen konnte. Schöne Position auch von hinten. Sie hat am Anfang des Jahres noch mit einer Verletzung zu kämpfen. Sie wollte eigentlich dieses Jahr schon auf die Langdistanz wechseln, nachdem sie die Kurzdistanzkarriere eigentlich für beendet erklärt hat, nach Erfahrung eben bei Olympia, Weltcup, Super League. Das hat sie dann ein bisschen ausgebremst, gar nicht geschuldet, weil dieses Jahr keine Rennen stattgefunden haben, sondern einfach, weil sie verletzt war. Sie war sich ein bisschen unsicher, als ich sie vom Flughafen abgeholt habe, was hier eigentlich genau passiert. Sie ist letzte Woche noch in Saarbrücken im Bundesliga-Rennen gestartet, ist schnell nach Hause, hat das Rad getauscht, ist mit dem Zeitfahrrad wiedergekommen. Aber wenn die einmal vorne ist, dann müssen die anderen Mädels jetzt erstmal rankommen. Aber wie gesagt, Lisa Nordeen, Caro Lehrieder, Immo Simmons, das sind hier die starken Radfahrerinnen im Feld. Und dann wollen wir mal sehen, was sich da gleich tut. Ja, aber schöne Position, da sehen wir es auf jeden Fall. Der Kopf vorne tief, die Unterarme leicht angestellt. Nicht die tiefsten Laufräder, aber wunderbare Position von Lucy Hall. Das ist eigentlich für die Strecke hier der perfekte Kompromiss, ne? Also mit den Laufrädern sparst du deutlich am Gewicht. Du hast da ein paar Höhenmeter drauf, 150 Höhenmeter auf einer 10-Kilometer-Runde heißt 600 Höhenmeter am Ende bei 40 Kilometer Radfahren, das ist nicht wenig. Also das darf man nicht ganz unterschätzen. Und auch, wer jetzt dann hier vielleicht die ersten 20 Kilometer irgendwie sich zu doll einen einschenkt, der kann das hier hinten raus dann spätestens auf der letzten Runde schon auch bitter bereuen noch. Ja, Nick, kannst du mal kurz winken, ob ihr uns hört? Die am Beckenrand, Dani und Nick sind auch ready. Wir schalten da doch nochmal gerade hin. Wir hören euch super und wir sehen euch auch super. Also ne, da hinten sitzen die Jungs. Wir haben das Schwimmen direkt hier aus nächster Nähe nochmal betrachtet. Man kann sagen, das Schwimmen, klar, auch Lucy Hall vorne weg, aber sonst richtig dicht, alles zusammen eigentlich, mega spannend. Ja, dahinter sind eigentlich alle Mitfavoritinnen, also ich glaube, Lucy gehört auf jeden Fall auch dazu, ganz eng beisammen, also es ist komplett offen. Jetzt ist ja mit den 20 Meter Abstand, wird es natürlich für die, die mit dem Zeitfahrrad unterwegs sind, also da sind bei den Damen einige mehr mit Rennrad auch und Auflieger am Start, aber ja, wird es natürlich für die Langdistanzler, denke ich, ein bisschen Vorteil. Also die Strecke ist auch dementsprechend, seht ihr ja schon, live. Aber ja, ist ganz spannend jetzt. Also sind alle zusammen. Wer glaubst du, kommt jetzt noch an Lucy ran oder überholt sie sogar? Also wer ist da das Wattmonster auf dem Rad bei den Mädels? Ja, mit Sicherheit Lisa Nordeen. Immo ist, glaube ich, auch richtig stark in Form. Und von Caro weiß ich es auch. Ich habe gerade die letzten Tage noch mit ihr in Fuschel verbracht. Also die ist auf jeden Fall auch richtig gut drauf. Und ja, ich glaube, man darf auch die Kurzdistanzleiter nicht unterschätzen. Die haben halt die Rennhärte und
bleibt wirklich, also wird wirklich spannend. Ich meine, die müssen immerhin viermal diesen kleinen Stich da hoch. Beim vierten Mal dürft ihr es wehtun. Also. Den müssen wir viermal hoch und ich würde sagen, wir springen auch direkt wieder auf die Strecke, dass ihr da die Live-Action natürlich nicht direkt, verpasst. Direkt aufs Rad, weil da tut sich was. Alex, du hast es gerade beobachtet. Ja, es sieht so aus, als hätte Michael Rehert sich nach vorne gearbeitet. Wir sehen ihn hier groß im Bild, ein Fahrer noch vor ihm unterwegs. Aber Michael Rehlert, derjenige, der hier vielleicht die größten Sprünge macht im Feld. Ist jetzt am Ende der zweiten Runde. Sie kommen jetzt quasi zurück Richtung Schwimmbadgelände. Da gibt es dann den Wendepunkt. Und dann sehen wir gleich, weil wir ja Thorsten Radde mal rausgeschickt haben, bitte Position zu beziehen am Streckenrand. Dann auch, glaube ich, die Splitzeiten, die wir gerne durchgeben wollen. Da sehen wir Peter Hemerick an Position 3. Und das scheint mir so zu sein, als hätte sich da eine kleine Gruppe formatiert, die sich aber ganz solide, die Perspektive verzieht ein bisschen, an diese 20-Meter-Regel hält. Da Frederik Funk direkt hinterher. Und dann ist sicherlich auch noch Florian Angert dabei. Zack, da ist er, da haben wir ihn. Ja, wie bestellt kam er da ins Bild. Jan Stratmann, meine ich, habe ich da noch durchs Bild flitzen sehen. Auch einer dieser ganz, ganz jungen Athleten, der witzigerweise hier direkt aus der Region kommt, ist hier ungefähr 20 Minuten von hier entfernt aufgewachsen, hat aber noch nie an diesem Triathlon teilgenommen. Also auch für ihn eine Premiere. Und wenn wir da jetzt der quasi mal dem Vertrauen, was wir dem Kamerafahrer, dem Motorradfahrer mit auf den Weg gegeben haben, dann ist das hier die Spitzengruppe. Wir haben gesagt, bitte immer dahinter bleiben, niemals vor die Athleten sich setzen. Das scheint so zu sein, dass sich daran gehalten wird. Auch da hat die Last-Minute-Instruktion hoffentlich gefruchtet und funktioniert. Wie gesagt, das soll dann immer natürlich alles zum Wohle der Athleten werden. Wir sehen nachher auch beim Laufen, dass es bestimmt nochmal hier und da ein bisschen tricky wird an der einen oder anderen Haarnadelstelle. Aber Freddy Funk, ich würde sagen, der sitzt da mitten in der Gruppe ganz solide. Florian Angert hier am Ende. Schauen wir mal. Also wenn ich jetzt aus der Gruppe einen tippen müsste. Michi Rehlert, unberechenbar. Frederik Funk, sicherlich einer mit Siegchancen. Und wenn das zum Zweikampf mit Peter Hemerick kommt, ja, dann haben wir aber noch eine richtig schöne Stunde vor uns. So, a quick update for our international viewers. We have a front group, a leading group of 6 athletes, including Peter Hemerick, Florian Angert, Frederik Funk, Jan Stratmann, Michael Rehlert. Und das ist doch die größte Überraschung bisher, dass Michi Rehlert da drin sitzt. Also wie gesagt, ich hätte damit einfach nicht ganz gerechnet zuvor. Ich hätte auch gedacht, dass halt zum Beispiel Andi Dreiz nicht so weit abgehängt wird beim Schwimmen, dass der halt nicht ganz so viel Zeit verliert. Aber ich bin mir auch sicher, Andi sehen wir heute hier auf dem Rad auch nochmal. Thorsten Radde, Schreibgrad, schick Bilder. Gustav scheint mir etwas abgehängt alleine zu sein, beziehungsweise eine weitere Gruppe anzuführen, wo ich auch dann nochmal einen Erdinger-Anzug sehe. Eben gerade Jan Stratmann im Bild, ja, und jetzt fahren wir wunderbar Gustav in dieser in Gruppe. Gruppe nach vorne. Hier sehen wir Gustav Iden, also auch noch in der Gruppe, der hat sich da jetzt festgebissen. Michael Rehlert und vorne dran Peter Hemerick, das die führenden 6 Athleten im Männerrennen. Da sehen wir Lisa Nordeen, die, ich würde sagen, stärkste Radfahrerin im Feld, die sich sicherlich auch nicht allzu lange damit aufhalten wird, irgendwie nicht die Spitze zu übernehmen. Und auch hier müssen wir einfach mal darauf vertrauen, dass die Instruktion gefruchtet und funktioniert hat. Denn die Motorradfahrerin hatte von uns den Auftrag erhalten, bitte mit der ersten Frau auf die Radstrecke zu gehen und dann auch dabei zu bleiben, wenn es Führungswechsel gibt. Und das scheint mir jetzt einfach mal so zu sein, dass Lisa Nordeen da vorne ist. Wie gesagt, das sind die Informationen, die wir jetzt gerade auch in dem Moment haben, wo wir die Bilder sehen. Das heißt, sollte sich irgendwas ändern oder was tun, werden wir das natürlich sofort korrigieren. Aber wenn man da mal nach vorne schaut, Lisa kommt jetzt hier am steilsten Stück der Radstrecke oben zum U-Turn und wird dann in die Abfahrt gehen, wo die Athleten übrigens, ich denke, um die 90, 95 km/h erreichen werden. Dann ist Lisa vorne. Bei den Männern Peter Hemerick im Bild. Ja, weiterhin derjenige, der vorne das Tempo macht, der Belgier, ganz, ganz starker Athlet und Mitteldistanz-Spezialist, hat da schon große Erfolge gefeiert und einer, den wir hier auf jeden Fall auf der Rechnung haben müssen. Ganz, ganz starke Rad- und Laufkombi und er hat ja eben schon die Ausgangsposition und kann dann hinten raus seine Stärken ausspielen. Und währenddessen bekommen wir die Information von Thorsten Radde, dass Andi Dreiz aktuell 90 Sekunden Rückstand hat. Das heißt, der hat auf den ersten 2 Runden noch nichts nach vorne gut gemacht. Entsprechend wird da vorne auch ordentlich mit den Watt-Bombs um sich geworfen.
Ja, eine Dynamik, die ich tatsächlich anders erwartet hätte, aber es ist doch schön, wenn wir hier auch sitzen und überrascht sind von dem, was da gerade passiert. Ja, und wir haben es ja schon den ganzen Tag über gesagt, dieses Rennen bietet so viele mögliche Szenarien und das ist eben das Szenario, mit dem wir jetzt leben. Wir sehen immer noch Peter Hemerick auf seinem Rad vorne weg. Das ist so ein Athlet, den man irgendwie dann immer noch ein bisschen unterschätzt, der dafür, dass er ganz, ganz große Erfolge gefeiert hat, manchmal noch zu wenig Beachtung findet. Was ich gerade ganz interessant finde, in dem Screen, Splitscreen, sieht man Nisa Nordén unten. Peter ist jetzt gerade oben rechts aus dem Bild. Da sieht man doch die Zeitfahrposition, oder? Es ist doch ein Unterschied, wenn ein Triathlet auf dem Rad sitzt mit jemandem, der irgendwie Zeitfahren gelernt hat in den letzten 2 Jahren. Und es ist einfach verdammt schön anzusehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das sind auch so die Bilder, die ich am allermeisten bei dem ganzen Spaß vermisst habe. Ja, das ist eine Augenweide. Viermalige schwedische Zeitfahrmeisterin. Du hast es gesagt, die hatte sich zwischenzeitlich mal 2 Jahre auf den Profiradsport konzentriert, aber auch als aktive Triathletin auch in diesem Jahr immer noch die Zeitfahrmeisterschaft in ihrem Land gewonnen. Also das ist einfach eine bärenstarke Radfahrerin. Die hat Caro Lehrieder, die ja auch wirklich auf dem Rad wirklich eine gute ist, 7 Minuten aufgedrückt vor 2 Wochen beim Ironman 70.3 in Polen. Also das alleine zeigt schon, die hat ordentlich was zu bieten. Definitiv. Jetzt springen wir wieder ins Männerrennen. Die Gruppe scheint da ganz gut zu funktionieren. Ich meine, bei den Abständen, da geht es jetzt tatsächlich, das sieht man auf dem Bild nicht, relativ steil berghoch. Zum Schwarze Bruch heißt das Stück. Mal gucken, welcher Athlet hier heute noch gebrochen wird, weil, wie gesagt, das geht auf den ersten 2 Runden ganz gut. Bei der dritten merkst du dann, oh hui, hier ist er doch relativ steil. Und wenn dann ein Athlet irgendwie da die Gruppe loswerden möchte, dann kann er das auf der 4. Runde da definitiv tun. Und währenddessen sehen wir hier im Frauenrennen nochmal Lucy Hall. Die, ja, definitiv, würde ich sagen, auf Platz 2 unterwegs ist mittlerweile. Hoffentlich erzählen wir hier keinen Blödsinn, Alex. Ja, wir versuchen euch natürlich die akkuraten Zeiten und Positionen durchzugeben. Klar ist, und das sehen wir hier im Splitscreen, diese Sechsergruppe bei den Männern, die sich formiert hat. In den Kommentaren die ein oder andere Frage nach Ruben C. Punke. Auch da versuchen wir natürlich Updates zu liefern, sobald wir da eine Position oder auch einen Zeitrückstand haben. Ja, ich bin auch mal in der Sprecherkabine angekommen hier und habe noch ein paar Infos. Und zwar haben wir gerade Chris, der eben gefilmt hat, noch an die Radstrecke geschickt zum Wendepunkt. Und der wird mal filmen, wie die alle durchkommen, sodass wir dann auch am Wendepunkt sehen, wie genau die Abstände sind und wer vorne ist, wer in der Gruppe ist, dass noch ein bisschen mehr Klarheit reinkommt, wie das ganze Rennen aussieht. Stellvertretend für alle 4.500 Zuschauer gibt es einen High Five dafür. Geile Idee. Genauso funktioniert das hier. Wir können ja auch nichts tun. Wir machen das ja alles zum ersten Mal und im Moment, ich meine, wir sitzen hier auf einem Riesenberg Hoffnung, dass das Ganze hier funktioniert, aber es scheint ja so zu sein. Ja, ey, ich kann dir sagen, eben als ihr das erste Mal das Signal nach mir nach draußen geschickt habt, hier ist es irgendwie viel komfortabler in der Kabine, muss ich sagen. Wenn da die Kamera auf dich gerichtet ist und dann heißt Spot on, habe ich ganz schön geschwitzt, muss ich sagen, und war super nervös. Wusste natürlich nicht, wie viel zuschauen und absolut Wahnsinn, was wir hier sehen können, so eine Art von Racing. Und ja, ich würde sagen, gucken wir mal zurück in die Bilder. Da sehen wir Michi Rellert im PA-Suit. Wie gesagt, das wurde gerade schon tatsächlich heiß in den Kommentaren diskutiert und ich würde sagen, ja, ist es. Wir müssen nachher mal fragen, weil die Frage kam noch, ist Michi nicht mehr bei Erdinger? Das ist ja mal irgendwie eine Sache, die wir hier diskutieren müssen, weil der Anzug, das ist eine Überraschung. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja, wir werden es aufklären am Ende des Tages. Also wir werden nachfragen. Auf jeden Fall ist er mal schnell unterwegs. Und in dieser Sechsergruppe dabei. Ja, und wir freuen uns weiterhin über diese fantastischen Bilder. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über deutlich mehr als 4.000 Zuschauer, die hier live im Stream mit dabei sind. Sagt doch mal, wer eure Favoriten sind. Wir sind jetzt schwimmen durch. Wir haben uns jetzt auf der Radstrecke so einigermaßen sortiert. Und jetzt ist mal so langsam Zeit, auf mögliche Rennszenarien, auf mögliche Favoriten zu gucken. Definitiv. Also wir haben unsere Tipps ja schon abgegeben. Also mein heißer Kandidat war ja Peter Hemerick. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob dann doch vielleicht Frederik Funk derjenige ist, der das Ding hier gewinnen kann. Da sehen wir die Gruppe ja oben rechts wieder. Mit wie viele waren das? Waren das 4 Leute zusammen? Oder? Nee, 6 Leute. Sechs Leute. 1, 2, 3...
4 habe ich jetzt nur gezählt, gerade wenn der Motorradfahrer der Letzte ist, der um die Kurve gegangen ist. Ja, wir gucken, wann wir das nächste Mal einen akkuraten Stand finden. Zuletzt waren es 6 Athleten vorneweg und 6 Athleten, die man alle auch beim Laufen mit auf dem Zettel haben muss. Also wir hatten einen Gustav Iden dabei, den sowieso, aber auch Freddy Funk, Flo Angert, alles starke Athleten. Sehen hier Freddy Funk davor, Gustav Iden, der schafft es wirklich, sich mit dem Rennrad wieder in dieser Gruppe zu halten. Ja, aber er hat es ja auch vorher schon gesagt, er ist im Training schon mal die Strecke abgefahren und hat geguckt, wo die Comms der letzten Jahre von Ruben Zipunke und Co. liegen, hier im Race-Betrieb quasi, und hat den Comm fast geholt, bis auf 15 Sekunden im normalen Straßenverkehr. Jetzt sehen wir, dass es funktioniert hat. Chris ist am Wendepunkt, Lucy Hall fährt rum und ich habe gerade nochmal den Link zum Tippspiel in die Kommentare geballert und dazu den Kommentaren gleich nochmal was. Ich habe ja gerade was ganz Interessantes gelesen. Dieser Nordin ist schon dran. War also noch in der Spitzenposition und dieser Nordin wird jetzt gleich da vorbeigehen. Die hat ja dann doch einen relativ großen Rückstand nach dem Schwimmen. Das heißt, wir müssen das korrigieren. Da sehen wir Frederik Funk, der an Michi Rädert vorbeigeht. Also jetzt ist richtig Action. Wir versuchen da, wie gesagt, hin und her zu switchen. Und Michi Rädert in der typischen Rädert-Position. Ne? Der Kopf leicht am Wackeln da zwischen den Schultern und der beißt jetzt gerade richtig auf die Zähne, um hier nicht den Jungspund Funk irgendwie davonziehen zu lassen. Und sollte das jetzt so sein, dass Freddy da gerade an die Spitze gegangen ist, dann hat der Typ jetzt irgendwie eine Hand an der Schale, würde ich schon fast sagen. Ja, ist gerade wer am Wendepunkt gegangen, müsste wer von den Frauen gewesen sein, habe aber gerade nicht erkannt. Das ist Annabelle Knoll, die nächste, die unterwegs auf dem Rennrad Bundesliga-Starterin. Letztes Wochenende noch starke Zweite geworden in der Bundesliga. Dahinter Caro Lehrieder. Immo Simmons ist eine der großen Favoritinnen. Also die ist in guter Ausgangsposition. Einfach mal das Rad da richtig rumgezirkelt. Das hat man gerade ja gar nicht gesehen. Das ist halt eine 180-Grad-Kurve, wo die das Rad da rumbringen müssen. Und das sah richtig, richtig fix aus. Direkt zack, direkt rum, Sine Dahle. Da ist Caro Lehrieder, direkt hinterher mit der Scheibe. Das dürfte auch so sein, dass dann zumindest Caro dann gleich mit Immo sicherlich sich weiter nach vorne arbeiten wird. Und hier sehen wir Freddy, der arbeitet richtig, richtig hart. Ja, der hat ja auch schon in deinem Interview gesagt, er freut sich am meisten mit einem Augenzwinker natürlich auf die letzten 100 Meter des Laufens, wenn er seinen Sieg so richtig genießen kann. Und lässt hier jetzt seinen Worten erst einmal Taten folgen. Nimmt das Heft in die Hand, fährt vorne weg und auch da muss man sagen, der ist ja schon ganz, ganz lange dabei, aber auf Mittel- und Distanz eben auch noch nicht so lange. Auch die Position sieht einfach verdammt gut aus. War in diesem Jahr auch nochmal im Windkanal, also auch da ist ordentlich Arbeit reingeflossen. Und wir haben es gerade, ich habe es hier im Programmmonitor gesehen, live haben wir es gerade leider verpasst. Lisa Nordin ist vorbeigezogen an Lucy Hall. Die ist jetzt sehen wir es und ist schon direkt ein Riesenloch da. Also Lisa Nordin in der Führung, Lucy Hall auf 2 aktuell beim Radfahren der Frauen. Und dahinter die Gruppe, die Information, danke an die Kommentare, Sarissa De Vries müsste im Moment auf Platz 3 sein bei den Frauen. Schön, dass es so aufmerksame Zuschauer gibt, die uns hier dabei helfen. Das ist genauso, wie wir es uns vorstellen. Wenn ihr irgendwas erkennt, wo wir Bullshit gelabert haben, lasst es uns wissen. Da Freddy Funk. Aber da war noch ein Wendepunkt. Ist da wer davor? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo auch die Frauen auf der Strecke sind. Das heißt, es kann sein, dass Freddy jetzt auch dann das Frauenfeld von hinten aufrollt. Freddy ist hier am Ende der dritten Runde. Der geht jetzt auf die abschließende 10-Kilometer-Schleife. Und jetzt können wir mal zu Chris schneiden, wenn wir das Signal haben. Denn dann sehen wir es. Da kommt Freddy rum. Und jetzt mal gucken, was da mit der Lücke passiert ist. Freddy Funk, so sieht es aus auf 1. Das ist Jan Stratmann. Michi Räder, Peter Hemerick. Dann Gustav Iden und dann Florian Angert hinterher. Also die 6 Jungs weiterhin vorne weg. Und dann sehen wir auch schon eine größere Lücke. Und wir warten immer noch auf die Radspezialisten Ruben Zipunkte. Aber das könnte er sein. Unterarme das ist hoch angewinkelt. Ruben Zipunkte. Jetzt gucken wir mal, wie er das Ding um den Wendepunkt bringt. Weil das ist richtig beeindruckend. Vor 2 Jahren stand ich hier als Zuschauer an der Strecke. Da hat Ruben, ist um die Kurve rumgeslidet mit dem Hinterrad. Hat er zweimal quasi so rausgedriftet aus der Kurve und ist dann da rumgeschossen. Das sind halt 2 unterschiedliche Welten. Und da ist Boris Stein. Im Schlepptau hat er dann eine der Frauen. Das müsste Franziska Reng sein.
die Debütantin und Boris Stein. Nils Frommholt geht auch auf die letzte Runde. Boris Stein hat dann aber mal richtig Boden gut gemacht. Simon Henseleit ist dabei. Da sind wir bei Lisa Nordin an der Spitze der Frauen. Also so wie vermutet, es passiert hier eine Menge, sowohl bei den Frauenrennen als auch bei den Männerrennen. Kein Taktieren, kein Zurückhalten, sondern hier wird von Anfang an mit offenem Visier gegeneinander gekämpft. Nicht nur um die 15.000 Euro Preisgeld noch zur Verfügung gestellt von der PTO, sondern natürlich auch um die einzelnen Bestzeitprämien, die für den Schwimmen haben wir schon vergeben. Lisa Norden mit Sicherheit eine für die Prämie, was die schnellste Radzeit angeht. Kurze Information, Freddy Funk ist natürlich an der Spitze des Feldes. Ruben Zipunka hat nur noch 28 Sekunden Rückstand, das heißt, er wird die Lücke definitiv noch schließen. Und wenn Ruben die Chance hat, dann fährt er da auch noch vorbei und geht hier als Erster auf die Laufstrecke. Ich glaube, bei der Konstellation wird das nicht schaffen, als Erster ins Ziel zu kommen, aber hier als Erster rauszulaufen, das lässt er sich doch nicht nehmen, Nick, oder was meinst du? Ich hoffe, dass er sich das nicht nehmen lässt und hier irgendwie noch ein richtiges Feuerwerk abbrennt, dass er da nach vorne zieht. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn die Jungs Ruben sehen, dann wissen die auch, jetzt ist hier Alarm und ich muss da hinterher. Also da bin ich mal gespannt. Wir sehen trotzdem jetzt im Bild die Frauenspitze, Lisa Norden, die genauso viel Feuerpower hat wie Ruben. Ich bin mal gespannt, ob die noch ein paar Männer auffährt. Unten am Anstieg, da wird es jetzt einmal kurz giftig und steil. Dann gibt es nochmal so eine ganz kleine Senke, wo man auch nochmal Aero-Position fahren kann. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn Lisa dann auch gleich mal kurz aus dem Sattel geht. Aber, oder, ja, sorry, macht sie nicht. Die drückt einfach mal drüber. Kann man natürlich auch machen. Da habe ich ja gesagt, Feuerpower, mehr als du. Definitiv. Und ja, da kommt die machen. Zeitfahrerin durch. Da sind wir wieder. Ja, das ist natürlich gelernt, ne? Also irgendwie zu wissen, ich bleib mal besser in der Aero-Position und schenk da die Watt nicht her, fahr da dafür vielleicht ein bisschen ökonomischer und konzentrierter den Berg hoch. Das ist halt dann irgendwie nicht nur auf Körpergefühl verlassen, sondern die weiß ganz genau, was sie da gerade tut, okay, und auch bis zu welchem Punkt sie sich das da erlauben kann. Da sehen wir Osterholt und Henry Graf auf die zweite, auf die vierte Runde gehen, Entschuldigung, die letzte Runde schon. Und Freddy Funk ballert das Ding hier von vorne, ey. Wenn einer irgendwie das Herz in der Hand hat, ne, und irgendwie genug Power und Bums in den Beinen, dann ist das hier Freddy da vorne. Der ist der Jüngste, aber warum sollte der sich da verstecken, denkt er sich. Ich find's auch einfach geil, der kündigt's vorher an, setzt es dann in die Tat um und der hält nirgendwo hinterm Baum und taktiert, sondern der gibt einfach Vollgas und dem ist egal, dass da noch ein paar Jungs hinter ihm irgendwo hängen. Aufgrund der 20-Meter-Regel natürlich auch nicht ganz so schlimm und der zieht es einfach komplett durch. Ich bin wirklich gespannt und würde super gern sehen, wo Ruben ist. Haben wir irgendwo an der Strecke noch wen stehen, der uns da Zwischenstände durchgeben kann oder wo stand der? Also am letzten Wendepunkt Ruben Zipunka 28 Sekunden hinter dieser sechsköpfigen Gruppe und wir wollen auch nochmal die internationalen Zuschauer einmal updaten bezüglich des Rennstandes. So, a warm welcome to our international viewers. We have a group of 6 athletes in the lead, including Frederik Funk, Florian Angert, Gustav Iden. We have Peter Himmerich and also Michael Rehland. This is the 6 leading guys in the front in the men's race. They are in the last lap, so full force into T2. And then in the women's race, we have Lisa Norden, the Uber biker from Sweden, in the lead, just ahead of Lucy Hall. Ergänzende Informationen zum Männerrennen noch, neue Zwischenstände vom Wendepunkt. Boris und Nils waren innerhalb oder knapp unter einer Minute hinter der Gruppe und Andi Dreiz 2 Minuten 11 Rückstand. Dem haben sie nochmal 40 Sekunden aufgebrummt. Wir wissen ja nicht, was da los ist, aber vielleicht stimmt da auch irgendwas mit dem Material nicht, weil das ist untypisch. So, wunderbarer Splitscreen und der Vergleich hier von Lucy Hall unten links im Bild, Frederik Frunk, der Youngster oben rechts. Die Männer, ja, 20 Minuten vor den Frauen gestartet, sind jetzt so langsam auf den letzten Kilometern der Radstrecke und dann freuen wir uns auf ein packendes Finale. 10 Kilometer, der abschließende Lauf, über 4 Runden, also auch da werden wir jede Menge Triathlon-Action hautnah und live miterleben.
Ja, und währenddessen machen sich hier so langsam alle handelnden Personen bereit und wir haben eine echte Radspezialistin mittlerweile bei uns in der Kommentatorenbox, Dani Bleimehl. Und du guckst jetzt mittlerweile auch seit ein paar Minuten das Frauenrennen. Bist Radspezialistin, wie ist der Eindruck, wie sind die Eindrücke, die du hier von der Strecke hast? Ja, erstmal wäre ich natürlich total gerne selber am Start. Also es tut schon ein bisschen weh zuzuschauen, aber es ist super spannend. Also sind immer noch alle eng beisammen und ja, schauen wir mal, wer da gleich die Nase vorn hat, wenn es dann aufs Laufen geht. Du bist so eine, da weiß ich, du tüftest seit Jahren irgendwie an deiner Position rum. Dann wird hier nochmal gearbeitet, du warst häufiger im Windkanal auf der Bahn. Geht dir auch so ein bisschen das Herz aus, wenn du so jemanden siehst wie Lisa Norden, der einfach auf dem Rad sitzt? Das sieht einfach für mich schön aus. Wie denkst du darüber? Ja klar, es hat sich einfach wahnsinnig entwickelt, gerade in den letzten Jahren. Und man kann eigentlich nicht mehr nicht auf die Bahn und in den Windkanal gehen, wenn man da vorne mitfahren will. Und ja, es ist einfach, das hört nie auf. Also man muss einfach immer weiter an der Position arbeiten. Und ja, Frederik macht das auch, wie man sieht. Also das... Kurze Information, es wurde nach der gesamten Rennzeit gefragt, weil die Leute ja auch zwischendurch noch einschalten. Wir sind jetzt bei den Männern eine Stunde unterwegs insgesamt, bei den Frauen entsprechend 20 Minuten weniger. Und ja, bei Lisa Norden sehen wir, die interessiert es eigentlich gar nicht, wie lange das Rennen schon dauert, weil die hat eh längst da vorne irgendwie die Jagd auf den Gesamtsieg wahrscheinlich gestartet. Ich bin mal gespannt, wann Immo Simmons denn dann vielleicht auch irgendwie, bis wir da einen Split haben, weil das wird interessant. Immo dürfte viel schneller laufen können als Lisa, die auch noch mit Verletzungen zu tun hatte. Von daher heißt das hier eigentlich noch gar nichts. Also auch wenn Lisa jetzt vorne ist und sie die stärkste Radfahrerin ist mit der besten Position und alles wunderbar, aber das heißt noch lange nicht, dass wir hier irgendwie die Siegerin sehen. Ja, und jemanden, den wir auch zum Beispiel noch auf dem Zettel haben müssen, ist so jemand wie Anne Reischmann. Die hatte auch gar nicht so viel Rückstand nach dem Schwimmen. Eine ehemalige Läuferin, die vor 2 Jahren in den Triathlon-Bereich gewechselt ist. Und auch so eine kann ja, wenn sie mit weniger Rückstand vom Rad steigt, doch nochmal für Furore sorgen. Also auch da sind die Karten noch in jeglicher Hinsicht offen. Sehen hier von hinten Annabel Knoll. Da hatte in der Gruppe wohl Caro Leri da ein bisschen das Tempodiktat übernommen. Die ist nämlich noch vorher um den Wendepunkt gegangen. Und dann schauen wir mal, was sich da im Rennen der Frauen jetzt für eine Dynamik ergibt. Und ja, mit Caro Leri, da warst du, Dani, in den letzten Tagen noch in Österreich unterwegs. Hast sie da ein bisschen begleitet und gesehen. Was hat sie in den Tagen vor dem Rennen für einen Eindruck auf dich gemacht? Also sie hat natürlich anders trainiert als ich. Also ich war noch mal ein bisschen längere Radeinheiten gemacht. Sie hat sich hier auf das Rennen vorbereitet, hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, hat auch jetzt in dem Jahr wirklich einen riesen Sprung auf dem Rad und vor allem auch beim Laufen gemacht. Das war sonst immer so ein bisschen ihre Wackeldisziplin und also die darf man hier auf gar keinen Fall abschreiben. Ich glaube, beim Schwimmen hatte sie ein bisschen mehr Rückstand als erhofft vorher, aber ja, die ist auf jeden Fall auch noch sehr gut mit im Rennen. Jetzt Freddy Funk ackert und ackert und ackert. Ich würde gerne jetzt gerade mal irgendwie auf dem Motorrad sitzen und nach hinten gucken können, weil jetzt bräuchten wir eine Funkverbindung zu dem Kameramann und sage, schwenk doch mal eben nach hinten. Freddy ist auf dem Rückweg, der hat den letzten Wendepunkt hinter sich, geht jetzt wieder in einen ganz leichten Anstieg, so eine kleine Bodenwelle, nichts Wildes, aber wenn man da oben ist, kommt man eben auf diese kleine Abfahrt, wo man dann auch bei dem angesprochenen Blitzer vorbeischießt. Dann geht es nochmal ganz, ganz kurz leicht bergan, bevor dann die nächste Rechtskurve folgt, zurück auf den Hauser Ring, zurück zum Freibad hier in Ratingen, wo das Schwimmen stattgefunden hat. Und wenn wir uns jetzt hier nicht vollkommen verkalkuliert haben und wir das Rennen nicht irgendwie aus den Augen verloren haben, Alex, dann ist es das Ende der Radstrecke und dann wird Freddy hier nach einer Stunde, 8 Minuten, einer Stunde, 10 Minuten dann schon auf die Laufstrecke gehen. Ja, und dann sind wir voll auf Kurs, Streckenrekord, der, wie gesagt, noch mal einmal zur Erinnerung, bei einer Stunde 44 Minuten und 41 Sekunden gehalten von Maurice Clavel. Und wenn es so weitergeht, dann ist da vorne so viel Laufstärke mit dabei, nicht nur bei Freddy Funk, sondern auch bei jemanden wie zum Beispiel Gustav Iden, wie Micha Rehler, wie Peter Himmerich. Also die können hier alle das Rennen noch in ihre Hände nehmen. Lisa Norden, derweil auf den letzten Metern, kommt wieder an den Wendepunkt, geht jetzt auf Runde 3. Das heißt, Lisa Norden hat die Hälfte der Radstrecke hinter sich, 20 Kilometer in den Beinen.
Wenn sie jetzt hier auf die dritte Runde geht, wird gleich, gar nicht mehr in allzu langer Zeit, oben Freddy Funk auf genau die Straße abbiegen, wo Lisa Nordin gerade den Wendepunkt genommen hat. Also jetzt war vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Hier ist jetzt dann doch nochmal 1-2 Minuten, die der Freddy noch braucht, bis er dann da ist. Aber sind wir mal gespannt, welche Gruppe dann jetzt hier gleich in die Wechselzone hinter uns einbiegt. Und dann wird das dann spektakulär beim Laufen. Da bin ich ganz sicher. Ja, und ich habe vor dem Rennen noch mit Sebastian Zeller gesprochen und der hat auch gesagt, diese letzten 3, 4, 5 Minuten der Radstrecke nicht unterschätzen. Wenn die Beine schon müde sind und dann geht es nochmal mit Highspeed hier auf die letzten Meter, da hat er auch noch einmal die Stärken von seinem Schützling von Rubens C. Punktke gesehen. Also auch hier kann sich noch ein bisschen was tun. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind, das sind genau die Sekunden, die bei nur und in An- und Abführung 10 Kilometern dann hinten raus entscheiden können. Definitiv. Lucy Hall ist auch auf die nächste Runde abgebogen. Was dann nachher auch mal interessant wird, was wir rausfinden müssen, warum hat Andi Dreiz schon irgendwie so viel Rückstand kassiert? Also wir hatten es gehört, über 2 Minuten und 10 Sekunden liegt der Andi schon zurück. Da dachte ich eher, dass der irgendwann das Heft in die Hand nimmt und da auch vorne mitmischt. Müssen wir mal in Erfahrung bringen, werden wir auch in Erfahrung bringen, dann spätestens nach dem Rennen. Aber jetzt sehen wir Freddy, der ist auf den letzten paar 200, 300 Metern, da geht es dann gleich rechts runter in die Wechselzone. Jetzt macht er die Schuhe schon auf, das heißt, das hat er auch gelernt auf der Kurzdistanz, sich da rechtzeitig vorzubereiten. Dann nimmt er da gleich die Rechtskurve, 90 Grad, das Motorrad wird oben warten, weil der Kameramann jetzt umsteigt auf den Roller für die Laufstrecke und jetzt biegen die Jungs links ab. Da schauen wir mal. Freddy ist dabei. Frederik Funk, derjenige, der hier als erstes in die Wechselzone kommt. Und Niklas, der hat sich einen Vorsprung rausgefahren. Der hat sich tatsächlich abgesetzt, ey. Das ist ein Berserker, der Typ. Man sieht es ihm irgendwie nicht so richtig an. Das ist auch ein kleiner Kampfknubbel, kann man fast sagen. Wenn der irgendwie ernst macht, dann scheint es für die anderen hart zu werden. Wie gesagt, jetzt hätte ich tatsächlich gerne noch gesehen, was da oben am Wendepunkt noch passiert. Hoffentlich steht Thorsten Harade noch da, der uns mit Infos versorgt. Der hat gerade eine WhatsApp geschrieben. Hier geht kommt aber Gustav Iden erstmal rein. Auch der raus aus den Schuhen dahinter. Florian Anger dreht sich um. Also Gustav Iden weiterhin in Schlagdistanz. Vielleicht der stärkste Läufer, wenn es auf die letzten Peter 10 Hemmerich, Kilometer Michael geht. Peter Hemmerich, Jan Stratmann. Also Michi Rellert, wenn der irgendwie tatsächlich es geschafft hat, den Kopf mal wieder ganz auszuschalten, dann läuft er halt auch so lange, bis er irgendwie ins Koma fällt. Von daher mal schauen. Aber jetzt sehen wir Freddy beim Wechsel. Wir gehen in die Wechselzone. Freddy Funk, der Erste, der hier ein paar Meter von uns entfernt zur Wechselzone geht. Und jetzt gucken wir, ob alles glatt geht. Rad hängt schon mal, der Helm geht auf. Jetzt geht es in die Schuhe. Linker Schuh zuerst. Rechter Schuh auf Socken verzichtet er, 10 Kilometer, das geht ohne Cap auf, kurze Orientierung und dann ist er auch schon wieder raus. Das hatte ein bisschen was von Kurzdistanz. Bis zum Wechselplatz, ich habe mal auf die Uhr geguckt, sind das rund 20 Sekunden Vorsprung, die er jetzt mit auf die Laufstrecke nehmen wird. Aber der Wechsel bei Gustav geht halt auch schnell, der hat sich dann doch für die engen Schuhe entschieden, da ist Florian Angert. Rechter Schuh, linker Schuh und auch Gustav Ihnen, das ist der zweite, der hier auf die Laufstrecke geht. Und jetzt haben wir die schöne Totale, sehen hier vorne Florian Angert, dahinter Jan Stratmann jetzt gerade mit dem Bike aufgehängt und dahinter Michael Rehlert und Peter Hemmerich. Da geht einem das Herz auf, wenn man die Bilder sieht. Jetzt Peter Hemmerich läuft los, Flo Angert, Jan Stratmann hinterher. Michi hantiert dann noch irgendwie mit seinen Schuhen rum, Helm aus und dann geht auch er auf die Verfolgungsjagd. Da sehen wir die Zwischenzeiten. Rennzeit 1:06 für 1 Kilometer Schwimmen, 40 Radfahren und Boris Stein schon. Boris Stein? Der hat richtig Boden gut gemacht. Und damit lege ich mich jetzt fest, Boris Stein wird sich hier am Ende des Tages die 500 Euro Siegprämie für den schnellsten Radsprint holen, weil der hatte einen richtigen Rückstand also nach dem Schwimmen. Also die Bestzeitprämie, da würde ich dir nicht widersprechen wollen. Ruhm war deutlich weiter vorne beim Schwimmen und ist immer noch nicht da. Da kommt er, da ist Ruhm. Der wird jetzt sich sicherlich auch darüber ärgern, dass er nicht irgendwie... Das sieht ein bisschen... Zack, zack, komm Ruhm. Ja, es sieht noch nicht 100% entschlossen aus, aber auch Ruhm, der hat uns schon so häufig überrascht. Auch da bin ich einfach mal gespannt, was der gleich hier auf die Laufrunde zaubert. Peter, Flo, Jan Stratmann haben sicherlich die Verfolgung aufgenommen von Fred Funk, der noch ganz vorne sein wird. Michi Rädert kommt um den Wendepunkt rumgelaufen und ganz vorne dürfte jetzt gerade eben, wie gesagt, Freddy Funk sein. Da ist er und dahinter dann direkt Gustav Iden. Mal schauen, ob die beiden sich dann gleich noch ein richtiges Schulter-an-Schulter-Duell leisten werden. So, also das ist schon Vollgas von Beginn an. Niklas, erzähl uns ein bisschen was über die Laufstrecke. 10 Kilometer lang, 4 Runden, aber was erwartet uns hier?
2,5 Kilometer pro Runde, wechselnder Untergrund. Wir haben so ein bisschen diese Parkwege, die wir jetzt gerade bei Freddy auch sehen, diesen Schotteruntergrund, der eigentlich super gut zum Laufen ist. Dann nochmal ein Blick in die Wechselzone mit Nils Frommholz, Simon Henseleit. Aber wer ist denn alles dabei? Da sehen wir noch Osterholt, Brüder von Münster, quasi auch Lokalmatadoren. Magnus Männer ist auch noch im Race. Und jetzt läuft Nils auch noch hinterher. Der hat die Sonnenbrille mal liegen lassen, um noch ein paar Sekunden zu sparen. Und Johnny Zipf ist auch noch dabei. Mit dem kann die Laufgruppe jetzt auch noch mal richtig Spaß kriegen. Da, wir blicken noch mal auf die Laufstrecke. Oben kommt Patrick Dirksmeier in die Wechselzone. Und bei der Laufstrecke war ich dabei, zu erzählen, was... Da kommt Gustav Ihn. 20 Sekunden, so schnell. Die Jungs haben jetzt gerade vielleicht einen Kilometer hinter sich. Also mal gucken, ob er sich jetzt nur an die Heften, an die Fersen heftet und Freddy irgendwie noch die Tempoarbeit leisten muss. Oder ob Gustav jetzt mal direkt ernst macht und vorbeigeht. Schauen wir mal ganz genau hin. Also der hat vor dem Rennen schon gesagt, er will sich hier auf jeden Fall den Streckenrekord holen und natürlich auch das Rennen gewinnen. War einer der wenigen, die wirklich so offensiv gesagt haben, das Rennen geht nur über sie. Und bis jetzt muss man sagen, wenn ich mich festlegen würde, würde ich jetzt auf jeden Fall kein Geld gegen Gustav Iden setzen, weil das ist der Laufspezialist. Wir haben ja zwei Jungs, die selber von sich sagen, ich gewinne hier das Rennen. Also welche Situation gibt es denn irgendwie für richtig fetten Wettkampfsport, die schöner sein kann als das hier? Und Gustav ist eben nicht direkt vorbeigegangen. Jetzt scheint er irgendwie auch zumindest mal auf Schulterhöhe zu sein. 1, 2, okay, das ist die erste Attacke. Mal gucken, ob Fred nachgibt oder ob er sagt, da, ich versuche zumindest mal dran zu bleiben. Aber da scheint eine erste Lücke zu sein. Hier sieht man es, anderer Untergrund. Also kurz Parkwege, dann geht es auf Asphalt, rum auf den Parkplatz, zurück auf die nicht asphaltierte Strecke, zu dem nächsten Wendepunkt, zurück ins Freibad. Das ist halt eine Strecke, da ist die ganze Zeit irgendwie Abwechslung geboten. So, und das muss man jetzt einfach mal sagen, das ist eine Augenweide. Sowohl rechts oben im Splitscreen beim Laufen, einer der besten Läufer der Welt, was die Kurzdistanz angeht, als auch links unten eine der stärksten Radfahrerinnen der Welt im Profi-Triathlon-Zirkus. Also das Feld sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen bei diesem Pushing Limits Race hat wirklich oberste Güteklasse. Ja, Lisa ist 44 Sekunden vor Lucy, Emo 1,40 und Caro 2 Minuten dahinter. Also auch immer noch alles eng beisammen. Und alles auch so, dass ich nach wie vor sagen würde, Lisa ist hier nicht die klare Siegerin. Ja. Wie gesagt, die muss einen großen Vorsprung mit auf die Laufstrecke nehmen, um das zu halten. Und Gustav arbeitet daran, sich den großen Vorsprung gerade zu verschaffen. Und das ist einfach, wie du es gesagt hast, einfach schön anzusehen. Hier muss der Moped-Fahrer kurz mal den Kameramann stehen lassen, um den Bordstein hochzuarbeiten. Und dementsprechend wird es ein bisschen ruckelig. Da nochmal der Blick in die Wechselzone. Das müsste Henry Graf sein, der sich gerade die Schuhe anzieht. Oben kommt der nächste Osterholt-Bruder in die Wechselzone im Super-League-Anzug. Und Tobi Drachter ist dabei. Also die haben sich doch jetzt schon ein paar Minuten Rückstand eingefangen, aber trotzdem auch für die gilt natürlich gleich Vollgas auf der Laufstrecke. Es ist endlich mal wieder ein Rennen und natürlich wird hier sich richtig eingeschenkt, egal ob da jetzt noch nach vorne was geht oder nicht. Und wenn es so wäre, dann wird das hier von Gustav direkt der nächste Sieg auf dem Rennrad. Also wahrscheinlich wird er in seiner Karriere auf keinem Zeitfahrrad mehr sitzen, wenn das Erfolgsrezept ist. Freddy auf Platz 2. Das ist schon eine deutliche Lücke. Und jetzt arbeitet sich der Motorrad-Rollerfahrer auf der Laufstrecke wieder nach vorne. Hier im Gegenverkehr hoffen wir, dass das gut geht. Aber noch ist der letzte Wendepunkt nicht genommen. Hier biegen die Athleten nach rechts ab. 200-300 Meter später geht es um den Wendepunkt. Dann kommen sie zurück und dann gehen wir auch mit der Kamera wieder drauf. Tobi Drachler läuft aus der Wechselzone, nimmt die Laufstrecke in Angriff. Direkt hinter einem der Osterholt-Brüder, die sich hier nochmal eben schnell verpflegen. Alles speziell dieses Jahr mit der Verpflegung. Keine Anreiche da, die Athleten müssen sich selbst verpflegen und die Sachen aufnehmen von den Tischen und dann schauen wir mal, wie sich das Feld auch dahinter sortiert und Andi Dreiz ist immer noch nicht da. Ja, und hier wird in den Kommentaren eifrig darüber spekuliert, wie der Mann, der jetzt wieder im Bild ist, Gustav Iden, was der hier für ein Tempo vorlegt. Und ich kann sagen, das wird ihm hier gerade richtig gut tun. Der ist natürlich ehrgeizig bis unters Dach. Michael Rehlert kam ihm gerade entgegen. Letztes Wochenende musste er noch ein Rennen schweren Herzens liegen lassen. Da hat ihn eine kleine Lebensmittelvergiftung kurz vor dem Rennen ausgenockt. Ist dann direkt aus Tschechien hier hingeflogen. Und es sieht so aus, als würde er das Ding von vorne weglaufen jetzt.
Wir schauen gerade mal, weil die Frage kam, ob es Zeiten nach dem Radfahren gibt, ob wir das Leaderboard bekommen. Johannes fuchtelt aufgeregt rum, macht den Daumen nach oben. Da haben wir es. An 1, Freddy Funk. Nils Frommert, an die 13 auf Platz 14. Da sehen wir ihn dann doch schnell. Er war etwas voran Henry Graf, der uns durchgerutscht ist. Freddy Funk führt. Die sind uns durchgerutscht, da die ersten 10. Wir haben noch das Leaderboard, wo man die Top 10 sieht. Also wenn wir das noch aufgetrieben bekommen, blenden wir das sicherlich auch noch ein. Das sind jetzt hier die Durchlaufenden. Das heißt, die ersten 17 Athleten sind auf der Laufstrecke auf jeden Fall. Da kommt der erste Mann. Gustav Iden läuft jetzt hier gerade aufs Freibadgelände. Werden wir Lisa Norden nochmal sehen auf der Radstrecke. Damit das nicht alles täuscht, ist sie auch schon wieder auf dem Rückweg der Radrunde, um dann auch auf die letzte schon zu gehen. Da ist Gustav Iden. So, der ist jetzt hier nur ein paar Meter von uns entfernt. Geht auf die nächste Runde, sieht hier ganz kontrolliert aus. Wie gesagt, es wurde schon eifrig darüber diskutiert, was der hier für einen Schnitt vorlegt. Der ist durchaus in der Lage, hier einen Dreierschnitt durchzulaufen. Bei der Strecke muss man da wahrscheinlich den einen oder anderen Abschnitt machen. Und jetzt sehen wir das Leaderboard nach dem Radfahren. Frederik Funk, das haben wir gesehen vorneweg, kurz dahinter Gustav Iden, der mittlerweile die Führung übernommen hat. Flo Angert, Peter Himmerich, Jan Stratmann, Michael Rehr, die waren eng zusammen. Und nach knapp 40 Sekunden Ruben C. Punkte, weitere 40 Sekunden hinter Johannes Vogel. Simon Henseleit auf 9, Magnus Männer, der erste Schwimmer, auf Rang 10. Dann wieder der Blick aufs Radfahren. Also, das ist halt auch schön, ne? Wenn Triathlon, dann halt auch irgendwie die volle Ladung. Zwei Rennen, mehr oder weniger parallel, so eine Konferenzschaltung. Macht dann irgendwie auch gleich doppelt Bock, das Ganze zu verfolgen. Ist nicht weniger anspruchsvoll, aber interessant. Da kommt Jan Stratmann. Ist er, denke ich, noch nicht vorbei an Freddy Funk. Das wäre eine Überraschung. Dani, ich würde dich mal fragen, wo wir Lisa Norden vorne sehen. Das ist eine Position, die du auch schon häufig innehattest. Du hast die Rennen von vorne weg bestritten, hast auf dem Rad Akzente gesetzt. Beflügelt das nochmal extra, wenn man vorne ranfährt und dann direkt die Lücke reißen kann? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt oft, wenn man keine Durchgangszeiten bekommt, das ist natürlich, weiß man halt nicht, wie viel Vorsprung hat man jetzt und ist da nie so ganz sicher. Also man ist dann halt einfach, muss so bei sich bleiben und halt sein Ding machen und das sieht hier ja ganz gut aus, dass sie das sehr gut hinkriegt. Also auch eine wirklich perfekte Radposition und ja gut, wenn sie... Wann geht das bei dir los, dass du mal die Gedanken Richtung Lauf aufwendest? Also wie lange bist du noch beim Radfahren und wann denkst du wirklich mal daran, vielleicht den Wechsel nochmal durchzugehen und was du auf der Laufstrecke machst? Also wirklich die Griffe vom Laufen, eigentlich erst so auf den letzten Metern, die Abläufe vom Wechsel, aber klar, bei der Langdistanz ist es halt nochmal, muss man sich die Körner ja ein bisschen anders nochmal einteilen. Da schaut man schon, dass man sich da entsprechend paced und halt nicht, ja, auch nicht zu viel Körner eben raushaut. Aber hier ist jetzt heute natürlich ein anderes Tempo angesagt und ich denke mal, sie wird hier versuchen, wirklich so viel Zeit jetzt rauszuholen, wie es geht. Denn ja, die anderen sitzen eher, sieht sie ja selber schon auch an den Wendepunkten, also sitzen eher schon noch im Nacken. Da sehen wir Magnus Männer auf die zweite Laufrunde kommen, dicht gefolgt von Johnny Zipf, der sicherlich auch da jetzt gleich vorbeigehen wird. Letztes Rennen seiner Karriere, ist bestimmt auch nochmal ein spezielles Gefühl, dann nachher ins Ziel zu laufen. Hat er sich sicherlich ein bisschen anders vorgestellt, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, letzte Woche bei der Bundesliga, da wurde er auch danach gefragt und da musste er auch schon ein bisschen schlucken. Also nach vielen, vielen Jahren im Profi-Triathlon, jetzt mit dem Ende seiner Profikarriere, hat gesagt, es wird Zeit, sich mal anderen Dingen zu widmen und hat hier, denke ich, einen tollen Abschluss, eine tolle Bühne für sein allerletztes Rennen. Gerade, das war kein Überholvorgang. Gustav Iden ist einfach nur an Scott McClimmon vorbeigelaufen, der auf der ersten Runde ist. Gustav ist ja schon auf der zweiten. Währenddessen ist auch Patrick Dirksmeier dabei, auf die zweite Runde zu gehen. Das heißt, jetzt hier geht es wirklich knall auf Fall auf den vier Laufrunden. Da sehen wir Nils Frommholt. Der sich ja auch dieses Jahr ein bisschen auf die kürzeren Distanzen spezialisiert hat. Ist wieder so ein bisschen zurück in der Zeit gewandert. Hat viel mit jüngeren Athleten trainiert und wieder diese schnellen, kurzen Sachen gemacht und hat da Gefallen dran gefunden.
Andi Dreiz kommt gerade ins Bild, der wahrscheinlich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich zufrieden sein wird mit seinem Rennen. Es ist auch trotzdem schön zu sehen, da steckt halt keiner auf. Ich meine, klar hat Andi sich das bestimmt anders vorgestellt und nicht damit gerechnet, dass er irgendwie 2 Minuten irgendwas Rückstand auf die Spitze hat nach dem Radfahren. Aber alles egal, ne? Hauptsache Rennen, Hauptsache irgendwie alles geben und am Ende im Ziel froh umfallen und sagen, ey, ich habe 100% irgendwie in die Waagschale geschmissen. Und das ist halt das, worum es hier geht und das ist auch der Grund, warum die heute hier sind. Gustav ist einfach brutal auf Kurzdistanz bis 70.3 ist er das Maß aller Dinge, wird kommentiert. Also ein Weltmeister auf der Kurzdistanz ist er nicht, das ist Vincent Louis letztes Jahr gewesen und auch in diesem Jahr, aber auch da ist er natürlich in der erweiterten Weltspitze, hat Tokio fest im Blick, die Olympischen Spiele. Auf Mitteldistanz haben wir es schon gesagt, auf einem ganz, ganz besonderen Kurs in Nizza, da ist er Weltmeister geworden. Ein bisschen die Parallelen zum heutigen Herrn mit dem Rennrad, aber damals natürlich noch als unbeschriebenes Blatt. Ist eine relativ hochgegriffene Parallele, aber ist natürlich auch ganz richtig. Es ist ja tatsächlich so. Und während die Jungs auf der Laufstrecke, ich würde sagen, um die Positionen auf dem Podium und auf dem Preisgeldrängen kämpfen, ist Lucy Hall hier auch am Ende der dritten Runde, glaube ich. Geht auf die letzte jetzt. Dani, du guckst so ein bisschen mit dem Fragezeichen auf dem Gesicht. Ist aber so, ne? Die haben jetzt die dritte Runde, glaube ich, jetzt hinter sich. Ja, sollte... Ja, das von der Zeit her passt, ja. Also haben jetzt genau eine Stunde Renndauer. Lucy Hall, diejenige, die das Schwimmen dominiert hat, mittlerweile gestellt und auf Position 2 zurückgefallen. Hallo? Also das Finale der Männer ist live. Die Laufentscheidung mit Gustav Iden vorneweg. Wir warten auf Signale von Freddy Funk, ob der weiterhin in zweiter Position ist. Da kam er uns gerade im Stream entgegen. Gustav Iden sieht jetzt natürlich auch seine Verfolger, kann hier so ein bisschen die Zeitabstände für sich verorten. Peter Himmerich gerade noch entgegengelaufen und der kann das jetzt von vorne kontrollieren. Ich war gerade kurz abgelenkt. Ich habe Anruf gekriegt aus Österreich. Da sitzen die Leute, glaube ich, im Hotel Mohrenwürth und gucken sich das Ding an. Ich musste den Jacki leider gerade ein bisschen abwürgen am Telefon. Entschuldigung an der Stelle. Aber er meinte, er wollte nur mal sagen, dass ihm das ganz gut gefällt, was wir hier machen, mit österreichischer Gelassenheit. Aber ja. Ja, da sage ich auch einmal liebe Grüße. War ich ja gerade die Woche. Also haben wir schon gut Werbung gemacht dafür. Jacki, wir kommen mal wieder auf dem Kaiserschmarrn bei dir vorbei. Aber nicht mehr heute, weil wir haben hier noch dann tatsächlich mal Wichtigeres zu tun. Da sehen wir Tobi Drachler, der auch die erste Runde hinter sich haben dürfte und auf die zweite geht. Und Lucy Hall wieder. Ich würde sagen, es ist tatsächlich so, dass Lisa Norden noch die Führende ist und Lucy Hall an Position 2 und dahinter dann diese Gruppe mit Caro Lehri da unterwegs ist. Ja, also der letzte Zwischenstand, den wir hatten, da hatte Lisa Norden roundabout 45 Sekunden Vorsprung vor Lucy Hall. Ich denke, der ist in der Zwischenzeit noch ein bisschen angewachsen. Immo Simmons, immer noch nicht abschreiben bitte, 1 Minute 40 Sekunden dahinter. Caro knapp über 2 Minuten dahinter. Ja, Thorsten schreibt gerade, Lisa jetzt 1,34 zu Lucy und Caro ungefähr 3 Minuten dahinter. Also in dieser Sekunde das Update von der Strecke. Großes Dankeschön an der Stelle an Emo Thorsten Radde. Müsste aber noch dazwischen sein, schreibt er gerade. Und Gustav hat die Hälfte der Laufstrecke hinter sich. Und mal schauen, ob wir das hier sehen, wann Freddy Funk dann kommt. Wir haben jetzt natürlich nicht mitgestoppt, aber das scheint schon eine recht ordentliche Lücke zu sein, die der Gustav da gerissen hat. Und dann wäre es schön, wenn wir da mal draufbleiben könnten, um mal ein bisschen Eindruck zu bekommen, wer da an Platz 2 und 3 vorbeigeht. Jetzt kommt Scott McClimmt. Der hat mit der Platzvergabe da gerade nichts zu tun. Aber mal schauen, wann Freddy Funk dann einbiegt. Oder ob Freddy Funk als Zweiter einbiegt. Den Wissensstand haben wir ja gerade nicht. Aber deswegen bleiben wir da gerade mal drauf, Johannes. Und gucken, wer jetzt als Nächster aus der ehemaligen Spitzengruppe da einbiegt, um dann auf die dritte Runde zu gehen. Also bei der letzten Einblendung Freddy Funk noch kurz vor Peter Himmerich. Und das vielleicht das Duell um Platz 2 und 3. Und die sind immer noch nicht da. Also der Vorsprung von Gustav Iden mittlerweile einfach beträchtlich. Da kommt Freddy Funk, wird angefeuert, greift nochmal zum Becher. Also der ist noch auf Position 2,
Sieht auch immer noch gut aus. Aber mal gucken, wer dann da an 3 und 4 kommt, weil es sind noch 5 Kilometer. Und wie gesagt, wenn man sich beim Radfahren übernommen hat, Peter Hemerick ist das. Also das sind 15, 20 Meter. Das sind vielleicht 4, 5 Sekunden. Die Jungs haben mit dem Sieg jetzt ehrlich gesagt nichts mehr zu tun. Aber die kämpfen jetzt um Platz 2 und 3, weil auf dem Podium will ja auch jeder landen. Und dann auch Platz 4 und 5 werden ja hier auch noch belohnt. Von daher ist, glaube ich, das Ding, lehnen wir uns mal aus dem Fenster, vorne entschieden. Aber dahinter jetzt dann richtig spannend. Ja, Niklas, was meinst du, wer ist im Vorteil? Freddy Funk vorne weg und Peter Hemerick, der sich das von hinten natürlich angucken kann. Jan Stratmann sehen wir jetzt hier mit einer kleinen Lücke. Der dürfte an Platz 4 sein. Julian Fritzenschaft, der ist eine Runde zurück, aber auch noch im Rennen. Wer hat da den Vorteil? Derjenige, der vorne wegläuft oder derjenige, der so 20, 30 Meter von hinten sich den Gegner zurechtlegen kann? In der Situation würde ich sagen, Peter als Jäger hat sicherlich die besseren Chancen, da jetzt auch vielleicht erstmal zu sagen, ich fühle mich eigentlich ganz gut, bleib mal so auf Sichtweite, atme noch dreimal tief durch und blass dann nochmal richtig zum Angriff und tut Freddy nochmal hier 2-3 Kilometer lang richtig weh. Weil Freddy, was hat er jetzt für taktische Möglichkeiten? Er kann einen Schritt rausnehmen und hoffen, dass Peter dann nicht direkt vorbeizieht und die noch ein bisschen Schulter an Schulter laufen, aber eigentlich ist das ja gar nicht die Art von Freddy Funk, Rennen zu machen. Also der wird hier jetzt wahrscheinlich jetzt schon gerade kämpfen um jeden Meter und dann nichts herschenken. Und der ist keiner, der sich gerade mal einholen lässt, um dann zu gucken, wie fühle ich mich, bleibe ich mal dabei. Das wäre nicht Freddy Funk. So, ich meine, das würde mich wundern. Und ich kann dir versprechen, wenn Peter Hemerick zum Angriff bläst, dann kommt mit Sicherheit der Gegenangriff von Freddy Funk. Also der wird sich den zweiten Platz hier nicht einfach so vom Brot nehmen lassen. Boris Stein mit großen Schritten. Auf der rechten Seite sehen wir Simon Henseleit und Johnny Zipf direkt dahinter. Den schnappt er sich auch noch, bin ich mir sicher. Also Johnny ist jetzt, glaube ich, auch kurz ausgerutscht. Sind jetzt die letzten 5 Kilometer seiner Karriere. Also jetzt gerade wird er noch kein Tränchen verdrücken, wie du es gesagt hast, nach dem Bundesliga-Rennen vielleicht der Fall war. Jetzt gerade ist er erstmal froh, dass er so den jungen Willen, den er dann später, glaube ich, auch in der Trainingsgruppe bei sich dann irgendwie mit betreuen darf, erstmal noch stehen lassen kann und sagen kann, ja, ich bin vielleicht älter als du, aber ich bin auch immer noch ein bisschen schneller. Ja, ist natürlich ein abgezockter Athlet, der, glaube ich, auch in Zukunft viele, viele gute und wertvolle Erfahrungen den Jungs in Nürnberg mit an die Hand geben kann. Also so Jungs wie Freddy Funk, wie Simon Henseleit, Max Speer, Magnus Männer, ich glaube, die können in Zukunft noch profitieren von den Erfahrungen, die Johnny Zipf in seiner langen, langen Profikarriere gesammelt hat. Wie viele Kilometer sind noch zu absolvieren? Bei den Männern sind wir schon auf der vorletzten Laufrunde. Ich würde mal sagen, es sind vielleicht noch so 3,5 Kilometer, bis der Sieger ins Ziel kommt. Sieht schwer danach aus, dass das Gustav führt. Mal gucken. Wenn da jetzt nichts mehr grob schief geht, sollte das auch so sein. Ich meine, das sieht super solide aus da. Und dann werden wir gleich mal herausfinden und die Vorhersage machen können, wie weit das noch bei den Frauen ist. Andi Dreiz geht jetzt beispielsweise auf die vorletzte Runde, hat jetzt 5 Kilometer hinter sich. Und wenn wir gleich nochmal ein Live-Bild von der Radstrecke der Frauen bekommen sollten, können wir da nochmal kurz eruieren, wo die sind. Das scheint mir aber so zu sein, dass die auch jetzt den letzten Wendepunkt schon in Anspruch nehmen, weil wir haben ja hier noch einen zweiten Screen, wo ich mal gerade rüber schaue. Das dann dazu. Und da werden wir dann Lisa Norden als erstes sehen. Aber hier erst nochmal der Blick auf Andi Dreiz. Und jetzt ist Lisa Norden im Bild. Danke Johannes, dass das so schnell funktioniert hat. Sie ist um den letzten Wendepunkt rum und macht sich hier auf den Weg zurück. Das heißt, in knapp 4 Kilometern steigt Lisa dann vom Rad und geht hier auf die Laufstrecke. Ja, und das Schöne ist ja, dass wir wirklich die letzten Minuten haben, die wir den Frauen widmen können. Also wir konzentrieren uns jetzt noch auf beide Rennen. Das Finale der Männer auf der Laufstrecke parallel mit dem Frauenrennen. Und wenn die Männer im Ziel sind, da haben wir noch die Gelegenheit, das Frauenfinale beim Laufen live und hautnah mitzuverfolgen. And of course we want to give an update to our international viewers around the world. So Gustav Iden, the Ironman 70.3 World Champion from last year, he is in the lead quite comfortable. Winning that race, I think we can say that at this point with 3 kilometers left on the run, here he is in the screen.
And Frederik Frunk from Germany, a very young and talented athlete. He's in second position, just ahead of Peter Hemerik, the Belgium athlete that's in third position. And with the women's race, we are watching live the last 4 kilometers on the bike from Lisa Norden, the Swedish time trial champion. And of course, we will give you updates about Imogen Simmons, Carol Irida, and all the other girls as soon as we are on the run. Gustav macht sich hier auch wieder jetzt zurück. Er kommt jetzt quasi hier zu unserer Rechten hinter dem Freibadgelände dann vorbei, während ihm Ruben Zipunke und Nils Frommholt entgegengerannt kommen. Zieht er jetzt gleich nochmal an Athleten vorbei, die er ein- und überholt, wenn man so möchte, die aber halt auch jetzt eh schon 2,5 Kilometer quasi hinter ihm liegen. Martin Schulz, der Paralympic-Champion von 2016 ist das. Da wird jetzt noch eine kleine Haarnadelgeschichte, einmal da um diesen Blumenkasten links-rechts-Kombi rum und dann ist er gleich dann hier schon auf dem Weg Richtung Schwimmbad, um dann auf die letzte Runde zu gehen. Ja, und wir erfreuen uns weiterhin an tollen Bildern und wir erfreuen uns vor allem immer noch an der Möglichkeit, hier mal wieder Triathlon-Renngeschehen live euch zu zeigen und mit euch zu feiern. Wir haben einen Weltmeister an der Spitze, wir haben die absolute Creme de la Creme mit im Rennen und freuen uns einfach darauf, hier bei perfekten Bedingungen, das muss man ja auch mal sagen, das Wetter spielt mit, die Technik spielt zu diesem Zeitpunkt eigentlich mit. Im Prinzip ist alles so, glaube ich, wie wir es uns vorgenommen haben, Niklas. Ja, ich fahre gerade auch den ersten Moment mal so ein bisschen runter und glaube, jetzt, wo Gustav auf die letzte Runde geht, können wir hier auch mal ganz kurz durchatmen und sagen, das Ding funktioniert und ich freue mich jetzt dann gleich auch auf den Zieleinlauf, den Gustav jubeln zu sehen und irgendwie Emotionen dann auch mitzubekommen, weil irgendwie hier ist Leben in der Bude und das tut einfach gut nach so einem Jahr, wo irgendwie tote Hose war und irgendwie jedes Wochenende gefühlt Trübsal geblasen wurde, ist es halt umso schöner bei Sonnenschein, 24 Grad geile Bikes zu sehen und irgendwie die Athleten da beim Ballern zuzugucken. Was kann es am Sonntagnachmittag jetzt gerade irgendwie nach so einem Jahr Schöneres geben? Ja, man muss ja auch sagen, nicht nur die Profis, sondern es ging heute Morgen schon in der Früh los hier beim Stadtwerke Rating Triathlon. Über 700 Age-Grouper, die hier unter strengem Sicherheitskonzept natürlich an den Start gegangen sind, aber auch da, wir konnten den Leuten ins Gesicht gucken, die Freude war groß, die haben es einfach alle von A bis Z genossen, dass mal wieder ein Triathlon-Rennen live stattgefunden hat und das Ganze, das Profirennen, setzt dem Tag, glaube ich, die Krone auf. Das würde ich jetzt mal so unterschreiben. Wir gucken mal gerade, dass wir das Bild von der Männerlaufstrecke zurückbekommen, weil Gustav, wie gesagt, da auf den ja jetzt knapp letzten 2 Kilometern ist. Es ist bei der Strecke irgendwie was halt besonders schön ist, das würde ich gerne noch ergänzen, weil es ja auch interessant ist für die Leute, die jetzt vielleicht zuschauen und sagen, so kann ich das Rennen auch mal machen? Ja, kann man. Bei der Strecke ist es halt geil, man sieht es, die kommen sich ständig entgegen, das war gerade an die Dreiz. Du siehst halt ständig, wo die anderen sind. Beim Radfahren noch mehr als beim Laufen. Hier hast du diese 500 Meter Schleife um das Bürogebäude rum, wo man mal ganz kurz den Wendepunktkurs verlässt und keinen Gegenverkehr hat. Aber beim Radfahren, bei jeder Runde merkst du dir irgendwie einen Punkt, wo du sagst, hier sind sie mir doch gerade entgegengekommen und vergleichst das natürlich bei der nächsten Runde, habe ich irgendwas gut gemacht, habe ich was verloren, wie läuft so. Und das ist halt ein Rennen, du kannst dich nicht verstecken, du musst die ganze Zeit auf dem Gas bleiben und am Ende gewinnt das Rennen hier der hier den ganzen Tag lang richtig harten, ehrlichen Sport betrieben hat. Ja, wir genießen weiterhin die Bilder von unserem Führenden und von unserem, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, von dem Sieger, der das Ganze hier so kontrolliert in Richtung Ziel läuft. Nochmal in diese kurze Senke, dann geht es kurz bergauf, also die Strecke ist schon profiliert. Das hatte er auch selber im Vorfeld noch gesagt, keine einfache Strecke, sondern unrhythmische, wechselnde Belege, aber etwas, mit dem er anscheinend bestens hier zurechtkommt. Auch im Ziel bereitet man sich jetzt dann langsam vor, weil wir wollen da natürlich auch direkt die Siegerstimmen einfangen. Das heißt, die Mikros sind gerade von uns hier Richtung Ziel gewandert, um dann vorbereitet zu sein, wenn die Athleten da nach und nach eintrudeln.
Auch das soll dann irgendwie unmittelbar quasi hier innerhalb dieser Live-Übertragung noch passieren. Da ist Nick bereitet sich davor. Und wie gesagt, ich denke mal, wir haben jetzt noch knapp 5 Minuten, bis Gustav dann hier im Ziel begrüßt werden kann. Und dahinter wäre es jetzt spannend, gleich nochmal zu sehen, was ist mit Freddy Funk, was ist mit Peter Hemerick und auch Michi Räder, der ja auch irgendwie gut positioniert war, aber nach dem Wechsel natürlich eine kleine Lücke erstmal hinnehmen musste. Ja, und trotzdem wird der Michael Rehlert, glaube ich, hochzufrieden sein mit dem Rennen. Hat hier Akzente gesetzt, hat für Furore gesorgt, hat sich in den Top 6 schnell etabliert in dieser Spitzengruppe, die sich auf dem Rad gebildet hat. Und wenn es hier ein Ergebnis in den Top 5 oder Top 6 wird, ich glaube, dann ist das etwas, womit er auf jeden Fall zufrieden sein kann. Wir hoffen jetzt gleich mal, wenn auch Lisa Norden dann am Ende der Radstrecke angekommen ist, dass wir da nochmal einen Split dann bekommen. Und wenn es sich das jetzt gleich ausgeht, Johannes, und du mir zuhören kannst, wir gleich Gustav im Ziel haben und ungefähr, dass der Moment ist, wann Lisa auch in der Wechselzone ist, dann können wir da vielleicht auch nochmal rüberblicken, weil wir wollen das natürlich nicht ganz aus den Augen verlieren, damit wir auch da ein bisschen wissen, wie die Rückstände aussehen von Lisa zu Lucy, zu Immo, zu Caro. Das werden wir dann gleich sehen. Auf jeden Fall scheint das so zu sein, dass der Kameramann ist schon abgestiegen vom Motorrad, wechselt auf den Roller und da werden wir dann gleich die erste Frau auch sehen. Ja, wir sehen hier in der Totalen die Wechselzone. Aktuell stehen noch viele Räder der Männer, aber ist das auch da hinten, Lisa Niklas? Norden. Das ist das Rad von Lisa Norden. Also Lisa Norden ist schon in der Wechselzone durch und müsste jetzt schon auf der Laufstrecke sein. Das heißt, die Uhr läuft jetzt erbarmungslos gegen alle Frauen, die jetzt hier gleich in den nächsten Minuten in die Wechselzone kommen. Ich würde mal sagen, wenn wir so ein Zeitfenster von knapp 2 Minuten nachher sehen, was Immo mit auf die Laufstrecke nimmt, dann kann das auf den letzten 2 Kilometern nochmal richtig, richtig eng werden. Und dann ist das tatsächlich noch ihre Chance, das Rennen auch zu gewinnen. Johannes, du hast die Bilder im Blick. Wenn du sagst, wir müssen nochmal auf die Laufstrecke der Herren gehen, weil Gustav Richtung Ziel kommt oder Nick das Bild auf die Kamera geben im Ziel, dann wäre es natürlich schön, den Zieleinlauf dann auch mitzunehmen. Wir gucken nochmal auf die Laufstrecke. Das ist aber der... Da ist Lisa Norden. Das so ist Lisa Norden. Die marschiert jetzt vorne weg. Vor 2 Wochen musste sie das erste Mal so ein bisschen die Karten auf den Tisch legen. Beim 70-3 in Polen. Aber da muss man auch ganz klar einordnen, da ist sie mit 7-8 Minuten Vorsprung vom Rad gestiegen und hat beim Laufen dann die Führung verwaltet. Also was sie läuferisch drauf hat, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir wissen nur, dass sie die Führende ist und das mit einem ordentlichen Zeitpolster. Sie war nochmal in Heidelberg bei ihrem Coach Philipp Seib und hat auch mit Laura Philipp trainiert. Eine, ich sag mal, sehr hochkarätige Trainingspartnerin, die wir natürlich auch gerne hier am Start gesehen hätten, die ein Mountainbike-Rennen heute stattdessen gemacht hat und ich glaube sogar ganz gut abgeschnitten hat, wenn ich das in den Kommentaren so richtig verfolgt habe. Auch da schöne Grüße. Aber wie gesagt, spannend wird, ob Lisa das irgendwie mitbringt, das auch zu verteidigen bis zum Ende. Und Johannes guckt panisch von rechts nach links auf seinem Bildschirmmonitor, um, glaube ich, herauszufinden, auf welchem Screen wir jetzt gleich Gustav Iden bekommen, damit wir dann den Zieleinlauf auch mitbekommen. Also da sind wir hinterher und da ist das Führungsfahrzeug. Ich sehe es auf der Kamera Moto 2. Das ist vorbei. Vielleicht kriegen wir das aufs Bild, Johannes. Da ist Gustav, der feiert schon. So, der grinst. Gustav hat das Siegerlächeln aufgelegt, ist auf den letzten Metern, winkt hier noch einmal in die Runde. Also der weiß ganz klar, das Ding ist seins, das lässt er sich nicht mehr nehmen. Wir sehen das Ziel. Und Niklas, der Sieger des ersten Pushing Limits Race 2020 ist ein richtiger Hochkaräter, kommt aus Norwegen, ist schon Weltmeister. Das ist Gustav Iden und den erwarten wir jetzt jede Sekunde im Zielbereich. Das Banner steht schon bereit. Eben haben wir es gesehen, er hat schon gewunken. Weiß also, dass ihm das nicht mehr zu nehmen sein wird. Und wir warten jetzt im Prinzip nur noch darauf, dass er diese letzte Kurve in Angriff nimmt, dass wir ihn sehen. Hartwig Töne sehen wir rechts im Bild. Auch der wartet jetzt übrigens darauf, dass er den Sieger hier jetzt ins Ziel holen kann. Los. Jetzt geht's los. Die Kinder rechts laufen mit. Ist doch geil, oder? So soll Triathlon sein und hier sehen wir den Sieger des Pushing Limits Race 2020, Gustav Iden. Er sitzt sich hier mit Gänsehaut. Guck dir das Strahl nochmal an. Das hat man doch verdammt nochmal vermisst, oder? Guck's dir an.
So, und da sieht man auch, was das für ihn auch für eine Bedeutung hat. Das ist eben Recht. Nicht... Georg Mantik, der Veranstalter vom Stadtwerke Ratingen Triathlon, der dürfte gerade auch stolz wie Bolle sein, dass der 73-Weltmeister der Erste ist, dem er irgendwie die Siegerfaust entgegenstrecken kann. Und ich habe gerade die Info bekommen vom Frauenrennen. Lisa Norden, haben wir gesehen, ist die Erste und nimmt einen Vorsprung von 2 Minuten 15 vor Sarissa de Vries, Immo Simmons und Lucy Hall mit. Und das ist ungefähr in dem Bereich, wo ich gesagt habe, dann wird es hinten raus nochmal richtig spannend. Und ich glaube, wenn wir es nach 5 Kilometern sehen, dass sich da was tut, dann kann die Prognose tatsächlich noch wahr werden, dass wir hier dann einen Zweikampf am Ende noch sehen. Ja, und ich habe eben gerade mal einmal auf die Uhrzeit geguckt. Wir waren so bei ungefähr 1:38 Rennzeit. Das heißt, wir können auch jetzt schon bestätigen, es wird auf jeden Fall einen neuen Kursrekord hier gegeben haben, so wie wir das schon vermutet haben. Gustav Iden sichert sich also auch da noch die 1.000 Euro Extraprämie obendrauf. Also ein erfolgreicher Tag rundum für den Norweger. Johannes, vielleicht können wir Splitscreen einblenden, dass wir die Frauen oben laufen lassen und links klein unten das Ziel der Männer, wenn die Kamera da drauf fällt, das wäre schön. Und was man noch... So, und wir bekommen auch die Abstände... zu Caro und zu Lena, weitere 1 Minute 30, also 90 Sekunden hinter Sarissa de Vries, Immo Simmons und Lucy Hall. Hier haben wir es nochmal im Bild. Das sind die Splitzeiten nach dem Radfahren. Da kommt Peter Himmel. Lisa Norden vorne weg, das wissen wir. Und dahinter weitere Athleten. Jetzt sehen wir erstmal Peter Himmerick im Ziel. Das müsste der Zweitplatzierte sein. Und der hat dann Freddy Funk noch in die Tasche gesteckt, der aber sicherlich auch nicht allzu weit dahinter sein dürfte. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir keinen Quatsch erzählen. Und da ist Frederik Funk auf dem dritten Platz. Der Typ wird stolz sein, da bin ich mir sicher. Der wird damit zufrieden sein. Ich glaube auch. Vor allem, der hat das Heft des Handelns in die Hand genommen. Und wir sehen es auch schon bei den Bildern. Also, der ist zufrieden. Der strahlt, der in so einem Feld, der dritte Platz. Das ist auch irgendwie hart, hart verdient. Und man muss mal überlegen. Du hast es gesagt, Siegerzeit von Gustav Iden. 1:38. Das heißt, für 1 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren mit 600 Höhenmetern und 10 Kilometer Laufen. Ich versuche mich gerade mal zurückzuerinnern. Die sind etwa bei einer Renndauer von 1:05, 1:06 losgelaufen. Das heißt, Gustav wird eine Zeit um die 31 Minuten gerannt sein. Auf dem Kurs... Halleluja. Ja, das ist schon stark. Jan Stratmann sehen wir jetzt groß im Bild. Eben ins Ziel gekommen, Platz 4. Und wir sehen bei Freddy Funk, da war auch nicht mehr im Tank. Also der ist platt, der hat alles gegeben. Dani, du warst gerade im Ziel, hast, glaube ich, mal einen Blick da reingeworfen. Wie ist denn die Stimmung da bei den Athleten, wenn die jetzt ein Rennen hinter sich haben? Sind die da, fallen die aus allen Wolken? Wie ist die Stimmung da unten? Also ich habe jetzt nur Gustav gesehen, er war ja total erleichtert und ja, sieht man die Freude richtig ins Gesicht geschrieben. Natürlich, ich glaube, dass gerade nach dem Jahr jetzt, das ist einfach ja nochmal eine ganz besondere Ziellinie einfach. Auch für die Jungs einfach schön, ne? Dann da wieder unter sich zu sein, so ein bisschen wieder gegeneinander zu racen, mal wieder einen Vergleich zu haben zu den anderen und auch dann irgendwie aus dem Training raus, das so ein bisschen mitzunehmen. Kannst du jetzt für dich auch schon ein bisschen was mitnehmen von heute? Ich glaube, nach der Kurzdistanz ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Also da ist man dann erstmal fertig und freut sich ein bisschen später. Also ich kann auf jeden Fall sehr viel Motivation heute mitnehmen. Klar, habe ich schon mehrfach gesagt, jetzt wäre natürlich viel lieber selbst gestartet, aber das einfach aufzusaugen und hier die Emotionen, gerade so die Nervosität vorm Rennen auch, das ja, wird uns, glaube ich, alle jetzt helfen über den Winter oder über den Herbst. Da sehen wir mal das fette Boris Grinsen von Boris Stein. Ja. Der wird das, glaube ich, gerade genauso nachempfinden, was du gerade erzählt hast. So dieses Mitnehmen von irgendeinem Event und da dabei gewesen zu sein, das ist, glaube ich, das Thema. Und ja, mal schauen, was bei den Frauen passiert. Meinst du, Lisa hat einen Vorsprung von 2 Minuten 15 mitgenommen auf Lucy, Immo? Ist das Rennen entschieden oder sind 2 Minuten bei 10 Kilometern so, dass Lisa das nochmal hinten raus auch hart verteidigen werden muss? Also ich glaube, entschieden ist noch nichts. Lucy hat ja auch schon sehr gute Rennen jetzt gehabt die letzten Wochen und ja, Immo würde ich jetzt doch als die stärkere Läuferin einschätzen. Klar, auf 10 Kilometer muss man 2 Minuten auch erstmal zulaufen, aber da ist noch gar nichts entschieden.
Da kommt Altmeister Michi Rädert ins Ziel. Simon Hinseleit, schwer gezeichnet. Erste, so sieht man übrigens nach seiner ersten olympischen Distanz aus, wenn sich das schon mal jemand gefragt hat. So, und es wird trotzdem nicht seine letzte bleiben. Da, auch da lege ich mich jetzt fest. Alter, die machen das doch genau dafür. Genau, das ist da das Schöne. Man schenkt sich hier einmal eine Stunde 40 richtig ein, ist fertig, fragt sich vielleicht zwischendurch mal, warum mache ich das eigentlich? Und am nächsten Wochenende steht man trotzdem wieder an den Startlinien dieser Welt. Also, es ist ein tolles Rennen, Nick, und wir freuen uns einfach, dass wir da Gustav sind. Gustav Ihnen, wie gesagt, Johannes, du hast immer noch ein bisschen im Blick, was beim Frauenrennen passiert. Aber wenn Nick uns hört, dann kann er mal ganz kurz den Daumen in die Kamera stecken und sagen, Nick, du hast das Wort, was hat der Sieger zu sagen? Seht ihr uns auch? Ich habe hier mir schnell ungeplant Kamerakind Dr. Zeller geschnappt und die Rollen sind anders. Ja, ihr Gustav, seid im Bild, seht gut aus. Gustav, short interview, how was it? And you did everything, as you said, huh? Leave it all out there. Yeah, it was really nice on the swim, just keep in the legs of my lane mate, which was awesome. I really thank him for taking the lead. On the bike, I went out hard the first lap, and then I saw like the others had a TT bike, so I didn't get any advantage. So then I just went in a peloton, and then Fredrik Funk, he got a little lead. I caught up a bit on the last lap, and I was really confident on the run, so I knew that I didn't have to start with him to maybe beat him on the run. So I was kind of chilling, not chilling, but kind of like relaxing a bit on the last bit of the bike, and then on the run I just laid it all out there, and I knew it was like extra prize money for the course record, but I didn't know how my time was. I just knew that I swam like maybe 1:10. And then I had a ride of 52 minutes, so the record was well within reach, and I think I got it. Hopefully, we will see afterwards. Yeah. But how hard was it with a normal road bike against these guys on a TT bike? Because, like, in the first section of the bike, you've been in the front pushing it, and we said, like, what the fuck, Gustav is in the front pushing it with a road bike. But then the other strong bikers came up. How hard was it? Yeah, on uphill, it was no difference, I guess. My bike is a bit lighter, and an uphill was nice, but then the downhill I was really struggling. I didn't have enough gears either, so I was really it was really hard downhill, but like overall it wasn't that big of a difference. Like I'm sitting pretty aero on my road bike, so, and I really love my Giant, so it was an awesome experience on a road bike. Awesome, thank you. So then we see you again in the ceremony, and then we know if you have the record or not. Thank you, danke schön. Danke. Also das die zufriedenen Stimmen vom Sieger der Männer, Gustav Iden. Und damit konzentrieren wir uns jetzt voll und ganz auf das Rennen der Frauen. Sind bei der führenden Athletin, bei Lisa Norden aus Schweden, die 2 Minuten 15 mit auf die Laufstrecke genommen hat und jetzt natürlich die Zielscheibe auf dem Rücken hat. Sie ist die gejagte Athletin. Und wir freuen uns natürlich dann auf die nächsten Splits. Guck mal, ob wir das am Wendepunkt mitbekommen, ob sie denn ihre Führung verteidigen kann oder wie viel sie von ihrer Führung hergeben muss. Thorsten Radder hat sich gerade auf den Weg gemacht und wird das für uns rausstoppen am Ende der zweiten Runde. Und ich möchte jetzt hier nicht uncharmant sein, aber wenn ich ganz ehrlich bin, Dani, vielleicht kannst du da eine Einschätzung zu geben. Du musst auch gar nicht irgendwie sagen, ist so oder nicht, aber so ein bisschen schwerfällig sieht das bei Lisa Norden jetzt schon aus. Ich habe gestern beim Laufen noch Immo Simmons gesehen. Das ist ein ganz anderer, leichtfüßigerer Laufstil, den wir da dann vielleicht noch zu sehen bekommen heute. Ja, ich glaube, sie kämpft auf jeden Fall schon. Also hier geht es jetzt, glaube ich, auch gerade ein bisschen leicht hoch. Aber ja, ich denke auch, Immo, die sah auch beim Schwimmen, sah auch einfach entspannt aus. Also habe ich ja eben auch schon. Ich denke, sie ist auf jeden Fall als die stärkere Läuferin einzuschätzen. Müssen wir mal schauen, wie viel Zeit es dann letzten Endes ist, die sie jetzt gut machen kann. Mal gucken, wann Thorsten sich meldet, aber ja, ich glaube, sie kämpft einfach hier schon. Ja, es macht so den Eindruck und wäre ja ganz schön, Alex, wenn wir jetzt irgendwie am Anfang vom Laufen keinen Quatsch erzählt hätten und es tatsächlich so ist, dass die 2 Minuten am Ende eventuell nicht reichen können und dann vielleicht dann doch Immo die ist oder Lucy Hall, die halt auch noch Speed irgendwie mitbringt. Ich kann gar nicht sagen, wer von den beiden dann die stärkere Läuferin am Ende ist. Ja, das wissen die beiden vielleicht über die Distanz selber noch gar nicht. Das aber das es. Schöne ist, Niklas, das werden wir zumindest mal gemessen am heutigen Tag jetzt in den nächsten knapp 30 Minuten erfahren. Denn das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und es geht hier um den Sieg beim Pushing Limits Race. Und die Karten liegen jetzt auf dem Tisch. Jeder weiß, woran er ist. Lisa Norden weiß, was sie an Vorsprung mit auf den Weg genommen hat. Und die anderen beiden wissen aber auch, was sie jetzt gut machen müssen.
Wir haben Peter Hemerick zum Interview. Nick, wenn du uns hören kannst, eine quick and dirty Frage an Peter, bitteschön. So Peter, just one quick interview question because the women's race is still on. How was it out there and how hard was it? Because like on the bike from the outside it looked you've been, or you left all out there. Yeah, I had a very bad swim. I was hoping like losing almost 30 seconds was the max. But then I heard like when I was in transition 40 seconds and then I broke the zip of my speed suit. So that was a little problem. And I was thinking what I'm going to do now. And the only option was going with the speed suit on and closing the gap. Closing the gap was okay, but then it was more like looking who's going to do the first attack. But I think I had too much energy in the beginning of the bike. When Frederick was going, I tried to close it, but he was too strong. But yeah, in the run, I became second, so can be happy. Thanks a lot. We need to go back to the women's race. See you later. Thanks a lot. So, das ist dann doch jetzt mal eine Überraschung. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was diesen ganzen Triathlon-Sport so geil macht. Aber da geht es um Technik, da geht es um Equipment. Und dann geht dieser Schwimmskin nicht auf. Und es wird aber nicht verzweifelt, es wird einfach durchgezogen und am Ende steht da Platz 2. Einfach machen manchmal, ne? Irgendwie dann kannst du dich natürlich damit aufhalten, zu sagen, oh, die Welt ist gegen mich. Oder du sagst halt, ist es halt, wie es ist und ich hau halt trotzdem voll rein. Und was mir gerade dabei kommt, bei voll reinhauen und durchziehen und hier die Kamera dann wieder zurück auf Lisa Norden. Lisa wird jetzt gleich rechts abbiegen, zum Wendepunkt laufen, das Moped dreht dann um und steigt dann wieder ein. Das heißt, wir verlieren sie gleich nochmal ganz kurz aus dem Bild. Wir haben ja die angesprochenen Bestzeitprämien zu vergeben fürs Radfahren, wo wir gesagt haben, das dürfte Boris Stein derjenige sein, der das dann irgendwie mit nach Hause nimmt. Und das beim Laufen können wir natürlich dann auch erst auswerten, wenn die alle im Ziel sind. Ich würde sagen, um diese Prämie nachher zu vergeben, müsst ihr dann doch nochmal alle bei pushinglimits.de vorbeischauen später oder auch dann bei Instagram, weil die Auswertung... ich sage einfach mal, uns jetzt aktuell wahrscheinlich überfordern würde, die jetzt noch herauszufinden. Wir müssen so viele Sachen im Auge behalten. Aber das soll natürlich dann auch noch an passender Stelle irgendwie mitgeteilt werden. Und genau, damit dann eigentlich zurück zum Rennen. Gleich müsste auch Lisa Norden dann wieder eingefangen werden. Das war Annabelle Knoll eben, die aus dem Bild rausgelaufen ist. Das hier müsste Sarissa sein, genau. Und Sarissa De Vries, die. Und da sind wir wieder bei Lisa Norden. Wenn wir da jetzt draufbleiben können, Johannes, auf Lisa Norden, dann haben wir vielleicht die Chance, je nachdem wie groß der Vorsprung ist, zu sehen, ob jetzt gleich eine der Verfolgerinnen auf dem Stück entgegenkommt. Weil Lisa biegt jetzt gleich links ab, aber es könnte halt sein, das ist Immo Simmons und das ist nicht mehr. Das sind keine 2 Minuten 15 Rückstand mehr. Und die sah verdammt gut aus. Die sah schnell aus, das sah locker aus und die weiß natürlich jetzt auch, woran sie ist. Lucy Hall dahinter, also das sind unsere Plätze 2 und 3. Das war aber schon eine Lücke von 10, 15 Sekunden wahrscheinlich. Während Lisa sich jetzt hier auf den Weg zurückmacht, da haben wir nochmal eine Stimme von Freddy Funk und ich würde sagen, dem geben wir auch nochmal ganz kurz die Bühne. Nick, du bist an der Reihe. Schöne Grüße. Ich bin schon da, ich musste gerade noch was klären hier wegen der Siegerehrung. Freddy, wir müssen ein bisschen rüberrücken nach links, habe ich gerade gehört, dass die Logos hier schön präsentiert sind, das Wichtigste. Wie war es da draußen? Sah ziemlich hart aus. Ey, das war mal wirklich mit Abstand das härteste Rennen, was ich glaube ich jemals gemacht habe. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, ob ich mich heute irgendwie einfach noch mehr ausgekotzt habe oder auskotzen konnte oder... ob irgendwie doch noch eigentlich die Rennhärte irgendwie fehlt, weil ich schon eigentlich so der Typ bin, der über viele Rennen kommt und eigentlich in der Saison dann besser wird. Aber ey, ich habe wirklich alles gegeben, also 120%, wie man so schön sagt. Und ja, ich bin mega happy mit dem dritten Platz. Also mehr wäre heute, glaube ich, nicht drin gewesen. Ja, hammergeil. Also ich habe es leider nur am Rande mitbekommen, weil ich noch Kamera halten musste. Aber die Bilder, die ich von dir auf dem Rad gesehen habe, du hast das Herz in die Hand genommen. Einfach Vollgas von vorne, egal ob da hinter dir wer ist oder nicht, und versucht eine kleine Lücke zu reißen und das halt so lange auf dem Lauf zu halten. Wie war es? Warst du von der Taktik her einfach Vollgas und gucken, was passiert oder was hast du dir eigentlich vorgenommen? Also beim Schwimmen haben wir uns, glaube ich, irgendwie die Reihenfolge auf der Bahn am Anfang ein bisschen falsch eingeteilt, glaube ich. Haben erstmal Nils vorgeschickt. Ich glaube, ich hätte eher da von Anfang an vorschwimmen müssen. Also klar, Nils hat das schon gut gemacht, aber ich glaube... wir haben dann trotzdem irgendwie am Anfang ein bisschen zu viel verloren. Irgendwann bin ich dann vor. Und ja, das Schwimmen war, sage ich mal, eher nicht, also nicht,
nicht wirklich sehr hart, war aber dann ganz okay eigentlich. Ja, war schon Abstand nach vorne, aber auch nicht zu viel. Waren dann eigentlich sehr schnell an der Gruppe da dran. Und dann wurde es erstmal mega chaotisch. Es waren ziemlich viele Vergehen gegen die Windschattenregeln, muss ich ehrlich sagen. Muss man schon ein paar Mal aufregen, aber irgendwie ja, hat nichts geholfen. Ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr drüber aufregen. Und irgendwann hat sich da dann doch ein bisschen zerteilt und ich habe dann gemerkt, ja, jetzt muss ich es irgendwie probieren, weil die von hinten, ich wusste, dass die alle sauschnell laufen und wir kommen irgendwie nicht wirklich weg. Und dann, ja, und ich habe schon gemerkt, dass ich, wenn dann hier bergab immer den Vorteil hatte, weil ich auch immer da dann wirklich vorbeigerollt bin, ohne irgendwie viel Watt zu treten. Und dann bin dann wirklich mal eineinviertel Runden all out gefahren. Wir müssen uns ganz schnell ein bisschen beeilen, weil die Frauen gleich reinkommen, dass wir da die Bahn haben. Ja. Also noch ganz kurz fertig machen, wie es laufen war, Zieleinlauf und dann zack, geben wir wieder zack. Ab. Nix, total hart, Gustav, da habe ich, wusste ich, dass ich da keine Chance habe. Den habe ich dann wirklich auch gleich laufen lassen und es gar nicht probiert. Dann Peter habe ich versucht, so lange wie möglich noch auf Abstand zu halten, aber es halt dann auch nicht ganz geschafft und hat dann einfach versucht, den dritten Platz ins Ziel zu retten. Die Laufstrecke war echt brutal hart und ich bin einfach mega happy mit meinem Rennen und mit dem Podium. Sauber. Danke. Nick, danke schön. Es gibt sicherlich das eine oder andere auch aufzuarbeiten. Freddy hat es angesprochen, auch das mit dem Windschatten. Das ganze Ding hier ist ein riesengroßer Versuch und das zählen wir auch dazu. Ich meine, das ist nicht typisch, diese 20 Meter Non-Drafting-Regel beim Radfahren. Auch da sind wir ja offen. Auch wir werden mit den Profis nachher sprechen, was war gut, was war schlecht, was kann man besser machen. Ich würde mal sagen, das war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir so ein Unterfangen gestartet haben, wenn wir alle uns dreimal noch ausgeschlafen haben in den nächsten Tagen. Aber auch das kommt irgendwie auf den Notizzettel und natürlich auch Lisa Norden irgendwie, eine Hochkaräterin am Start. Wenn man die Chance hat, mit den Athleten noch in Austausch zu gehen, dann wird das definitiv auch passieren. Ja, das haben jetzt knapp 3500 Menschen gehört, dass das nicht das letzte Pushing Limits Race sein wird. Also daran wird es nichts also mehr zu ändern geben. Wir nageln nicht darauf fest, Niklas. Also Nick und die ganzen anderen wissen ja noch gar nichts davon. Aber wir sitzen ja auch alle in einem Boot. Von daher mitgehangen, mitgefangen. Nee, mitgefangen, mitgehangen. Also ich hab's auch gehört. und nächstes Mal bist du dann auch selber mit dabei. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, und nächstes Mal dann vielleicht vorne auch weg beim Laufen. Und das macht momentan noch Lisa Norden. Und wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf das Finale der Frauen. Sie hatte eben noch 1 Minute 40 Abstand zu Imo Simmons. Das heißt, sie hat 35 Minuten bis dato gut gemacht. 35 Sekunden natürlich. Das heißt, sie pirscht sich so langsam ran. Und die zweite Hälfte beim Laufen natürlich die, wo dann die Entscheidung fällt. Hier sehen wir Caro Lehrieder und Lena Berlinger zusammen. Die sind auch zusammen abgestiegen, also laufen hier Schulter an Schulter. Ist das eigentlich was hilft im Rennen oder ist das was so ein bisschen nervt, wenn man die Verfolgerin nicht so richtig los wird, sondern gemeinsame Sache macht? Ganz kurz eine Zeitinfo noch. Du hattest es gesagt, Imo Simmons 1,40 hinter Lisa und 15 Sekunden hinter Imo ist dann Lucy Hall. Okay, ja, danke. Also es kommt natürlich so ein bisschen auf die Distanz an. Also ich sag mal, den ganzen Marathon Schulter an Schulter wird dann irgendwann, glaube ich, stressig. Aber hier auf der Kurzdistanz pusht es natürlich auch. Also man bringt sich da einfach gegenseitig an, ja, ans Limit. Und das hat man bei den beiden ja eben auch schön gesehen. Da helfen einfach die Konkurrenten, dass man wirklich das Beste aus sich rausholt. Und ja. Gerade haben wir noch gesehen, wie Anne Reischmann vom HEP Sports Team auf die nächste Laufrunde gegangen ist. Und hier setzt auch Lisa Norden jetzt zum Überholvorgang an mit 2,5 Kilometer Vorsprung auf. Ich vermute, dass das Katharina Krüger ist, aber wie gesagt, das ist jetzt hier nur eine Vermutung, weil man es ja nur da irgendwie ein bisschen durch die Armbeuge sehen kann. Ja, und das, was wir uns jetzt an Ergebnissen zusammengedeutet haben, Lisa Norden vorne weg, dahinter Imo Simmons 1 Minute 40, dahinter Lucy Hall auf Rang 3. Sarissa de Vries müsste Platz 4 sein und dann müssten Caro Lehrieder und Lena Berlinger an 5 und 6 sein. So der Stand, den wir aktuell im Rennen der Damen haben. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt auch gleich den Vergleich haben. Wenn wir jetzt auf Lisa draufbleiben, dann hat man das ja jetzt schon gelernt. Die Strecke macht gleich einen Linksknick, sobald der Mopedfahrer den Bordstein genommen hat.
Dann wird die Lücke nach vorne zu Lisa wieder zugefahren. Lisa läuft dann ein Stück weiter zu dem Wendepunkt. Der Motorradfahrer dreht um. Und dann haben wir dieses Stück, wo wir gerade in der Runde zuvor auch gesehen haben, dass Immo Simmons entgegengekommen ist. Und das ist natürlich auch was, Daniel, wo du vielleicht nochmal was dazu sagen kannst. Wenn Immo jetzt den Punkt da sieht, ich bin näher gekommen und sie weiß, ich habe jetzt noch 3-4 Kilometer. Und geht man dann nochmal all in oder sagt man, oh, nee, ist jetzt doch irgendwie zu weit? Nee, ich glaube, da geht man auf jeden Fall nochmal all in, also gerade auf der Kurzdistanz. Man schaut sich natürlich die Athletinnen dann auch an, wie sehen die aus, und man bekommt ja immer von außen zugerufen, die anderen sehen alle ganz furchtbar aus, aber da macht man sich am besten sein eigenes Bild, und ich glaube, die Emo, die gibt hier schon nochmal Gas jetzt. Ja, und du hast ja auch schon gezeigt, wie man sich so eine Gegnerin mal in einem ganz großen Rennen zurechtlegen kann. Wir erinnern uns gerne zurück an die Challenge Rot 2018, das war ja so ein Ding, immer näher und näher gekommen, bis man dann eben die Führung übernommen hat und das Ding dann nach Hause gebracht hat. Ja, ich persönlich mag lieber von hinten aufzulaufen, also in dem Moment, wenn man dann vorbeigeht, hat man halt, sieht man es nicht mehr und muss sich halt muss halt weglaufen, und das ist auf der Kurzdistanz dann natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Das war jetzt gerade die angesprochene Stelle, wo der Motorradfahrer wendet. Währenddessen geht Stine Dahle auf die vorletzte Runde. Und dann kommen wir gleich hoffentlich an diese Stelle, wo wir dann genau diese Begegnung haben, über die wir gerade so ein bisschen philosophiert haben von Immo und Lisa dann. Ja, das Rennen weiterhin offen. Wir sehen es auch in den Kommentaren. 1:40, ganz schön eng. Und das ist es auch wirklich, denn 1:40 auf eine starke Läuferin wie Immo Simmons, das ist jetzt noch lange kein beruhigendes Pflaster. Interessant zu wissen wir jetzt natürlich mal, ob Lisa Norden, was die genauen Abstände im Bild ist. Aber jetzt sind wir eben genau an der Strecke, die du angesprochen hast. Jetzt sieht sie hier gleich die Konkurrenz und wird sich mit Sicherheit auch schon mal ihre Marker gesetzt haben, wo sie denn in der letzten Runde ihrer Konkurrenz begegnet ist und wo jetzt gleich die zweitplatzierte Immo Simmons entgegenkommt. Immo schon rechts. Im Gegenverkehr kommt jetzt Immo. Das ist nicht viel näher. Das ist näher gekommen, aber nicht viel. Also Lisa Norden hat sich vorne festgebissen und ist natürlich alles andere als gewillt, hier ihre Führung irgendwie loszulassen. Lucy Hall haben wir gerade gesehen, auch im Gegenverkehr. Lisa Norden ist eine Athletin, die hat natürlich auch schon ganz andere Rennen und Erfolge gefeiert. Ne? Irgendwie unvergessen der Zielsprint 2012 bei Olympia, da Schulter an Schulter bis zum Ende mit Nicola Spierig, wo dann das Fotofinish entscheiden musste. Am Ende Nicola Spierig hat dann die Goldmedaille bekommen und Lisa die Silbermedaille und dann hat auch WTS-Rennen gewonnen und du hast es erwähnt, die schwedischen Nationalmeistertitel im Einzelzeitfahren. Würde mich mal interessieren, kann man sie nachher mal fragen, was dann hier so ein Rennen auch für sie bedeutet. Dani, wir sehen sie hier eben groß im Bild. Was macht sie auf dich für einen Eindruck? Auch wenn wir sie jetzt von hinten sehen, sieht das stabil aus? Kämpft sie? Was sagst du dazu? Ja, sehr konzentriert. Also ich habe ja eben gesagt, sie kämpft, aber ich glaube, sie hat es doch ganz gut unter Kontrolle. Also ist auch von hier jetzt nicht ganz so leicht zu beurteilen, aber ja, sehr konzentriert und fokussiert. Also sieht gut aus. Also sie ist auf jeden Fall bei sich, so viel kann man sagen. Und sie ist sich hier ihrer Führungsrolle bewusst. Auf der Langdistanz heißt es ja immer, das Rennen ist erst im Ziel zu Ende. Da kann noch so viel passieren. Das ist hier natürlich genau das Gleiche. Aber einbrechen wird sie auf jeden Fall nicht. Und angesprintet, also soweit wir das jetzt von hier sehen können, kommt von hinten jetzt auch keiner. Also ist souverän. Wir haben jetzt eine Renndauer von 1:43. Es dürfte noch eine Runde. Noch eine sein. Runde. Dann wird Lisa mit einer Rennzeit von 1:52 hier ins Ziel kommen. Das ist absolut realistisch. Der letzte Streckenrekord lag bei 2 Stunden bei den Frauen von Franziska Schäffler aus dem Jahr 2015. Also das Ding ist schon ein bisschen älter. Und bei den Männern ist der Streckenrekord ja auch um 7 Minuten pulverisiert worden. Und ich meine, da war Maurice Clavel der Letzte, der den Streckenrekord gehalten hat. Und dann dem Typen nochmal 7 Minuten wegzunehmen, da werden sich noch ein paar Athleten die Zähne ausbeißen in den nächsten Jahren.
Also der Rekord sowohl auf Männerseite als auch bei Frauenseite wird noch ein bisschen Bestand haben. Ja, und wir gehen auf die letzten, was sind es jetzt noch, vielleicht 2 Kilometer für die Führende. Und auch dann wollen wir natürlich mit Live-Bildern aus dem Zielbereich aufwarten und wollen natürlich auch von der Siegerin und auch von Platz 2 und Platz 3, sofern wir sie noch vors Mikro bekommen, noch einmal hören, was sie zu dem Rennen zu sagen haben. Bei den Männern haben wir das schon gehört. Durchweg positiv eigentlich und durchweg zufrieden die ersten drei, auch mit ihren Leistungen. Und wir sind gespannt, ob sich das bei den Frauen ähnlich verhält. Sehen hier gerade die Ansicht beim Wendepunkt, gucken, wer da als nächstes rumkommt. Sehen aber erst einmal wieder die Führende von hinten. Lisa Norden weiterhin, Dani hat es gesagt, hoch konzentriert. Und die hat sich so in ihrem Schritt, Niklas, du hattest ganz am Anfang der 10 Kilometer gesagt, das sieht so ein bisschen mühsam aus, aber die hat sich in ihrem Schritt eingegroovt. Das ist definitiv der Fall. Also ich habe ja auch gesagt, ich will da niemandem zu nahe treten und es mag uncharmant sein, aber hier ist dann der Vergleich zu Immo Simmons. Mag man mir zugestehen, dass man sagt, dass das leichtfüßiger aussieht. Aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie mit unterschiedlichen Laufstilen auch entsprechend gleich schnell sein kann. Und es scheint ja so zu sein, dass der Laufstil 1,36 sind es noch, also annähernd gleiche Geschwindigkeit. Also der Vorsprung schmilzt zwar, aber irgendwie nicht eklatant. Und auch das ist ja irgendwas, was wir hier gerne machen. Wir lassen uns ja gerne eines Besseren belehren, wenn wir hier irgendwas erzählen. Da Lucy heute drittplatzierte, die ist gar nicht allzu weit hinter Immo, aber eben auch so, dass der Vorsprung von Immo auf Lucy tendenziell eher wächst. Ja, sah aber auch noch sehr gut aus, sehr flüssig. Also das Rennen um Platz 1 wahrscheinlich entschieden, das würde mich doch jetzt sehr wundern, wenn Lisa Norden sich da noch die Butter von Brot nehmen lassen würde. Das Rennen um Platz 2 und 3 ist noch in vollem Gange. Wir haben Immo Simmons auf 2. Und ein paar Sekunden dahinter Lucy Hall. Und Sarissa de Vries haben wir gerade gesehen. Hier geht sie wieder in die Rechtskurve. Hat natürlich das Führungsfahrrad vor sich. Das vielleicht, wenn man in Führung ist, so ein Fixpunkt, an dem man sich festbeißen kann. Ja, oft fahren die Fahrräder auch hinterher, aber klar, es ist, hilft schon. Also manchmal kann man sich auch unterhalten oder manchmal wollen die ein Gespräch anfangen. Und also es ist eher dann auf der Mitteldistanz. War auch manchmal ganz witzig, also sind immer nette Leute, aber oft fährt das Fahrrad auch einfach hinterher. Hast du das schon erlebt, dass du dich mit Führungsfahrrädern unterhalten hast? Ich musste dann auch mal sagen, es ist sehr nett, aber ich muss jetzt doch hier mich mal wieder aufs Atmen konzentrieren. Aber klar, wenn es vorne wegfährt, so wie hier jetzt, dann hilft es auf jeden Fall. Also man kann sich einfach dann auch sehr gut auf die Strecke konzentrieren. Also man hat einfach ein anderes Laufgefühl. Ja, so erfahren wir noch Insights zwischen dem Zusammenleben von Führungsfahrrad und Top-Athletinnen. Der Abstand hier zwischen Fahrrad und Lisa Norden allerdings so groß, also die werden nicht groß miteinander kommunizieren. Da geht es wirklich um die Führungsrolle. Ich habe gerade noch mal ein paar Informationen zugespielt bekommen über Lisa Norden, was auch noch sicherlich noch mal meinen Kommentar einordnet. Lisa wird nämlich am Donnerstag die UCI-WM im Time Trial fahren. Also wenn ihr euch angeregt unterhaltet, ich hole das nochmal für euch nach. Lisa wird am Donnerstag die UCI-WM im Zeitfahren starten und hat sich die letzten Wochen mit 20 Kilometer Laufen pro Woche beschäftigt, weil sie war verletzt, musste da halt sicherlich einiges aufarbeiten und dementsprechend beachtlich oder umso mehr beachtlicher ist die Leistung sicherlich, die wir heute sehen. So als kleine Vorbelastung für so eine UCI-WM kann man das schon mal machen. Niklas, ja, da sehen wir das auch mit 20 Laufkilometern. Immer noch so etwas möglich ist. Das gibt uns doch auch wieder Hoffnung. Naja, es gilt wahrscheinlich nicht für jeden. Wir haben hier jetzt eben Caro gesehen, die konnte sich leicht absetzen von Lena Berlinger. Jetzt wieder Lisa Norden im Bild. Das müsste dann aber auch der Kampf um die Top 5 Plätze sein, oder? Also Platz 1 Lisa Norden, Platz 2 Immo Simmons, Lucy Hall. Dann kommt Sarissa de Vries und dann müsste Caro jetzt an Platz 5 sein. Lena Berlinger an Platz 6. Und Platz 5 ist ja auch genau der Cut, was das PTO-Preisgeld angeht. Also die ersten 5 Männer und die schnellsten 5 Frauen
komme eben noch in Genuss dieses 15.000 Euro Preispots. Also auch da wird mit Sicherheit noch einmal gefightet auf der letzten Runde. Da oben, willkommen in unserer Chaosbude. So sieht das aus hinter den Kulissen. Genau, ich glaube, dass Johannes das Bild ausgewählt hat, weil sich die Kameramotorräder gerade wieder sortieren. Da wird wieder gedreht auf der Strecke, damit wir dann das Bild gleich wieder einfangen können, sobald die Athletinnen vom Wendepunkt zurückkommen. Und dann ist es tatsächlich nicht mehr lange, bis Lisa Norden dann hier im Ziel ist. Ja, dann haben sich mit Sicherheit auch schon die Kameras, die wir im Zielbereich haben, so sortiert, dass wir den Zieleinlauf natürlich auch live übertragen können und relativ schnell auch die Stimmen von den entsprechenden Athletinnen einfangen können. Alles live und alles hautnah. Und es sind immer noch tausende Zuschauer bei uns im Stream. An der Stelle noch einmal liebe Grüße nach Hause. Ich hoffe, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, hier Emotionen zu transportieren und einfach mal wieder Race Action zu transportieren, den Schwimmstart zu transportieren. Du hast gesagt, du hattest Gänsehaut dabei. Das Material, Kämpfe auf der Laufstrecke. Ich hoffe, dass wir das alles geschafft haben, zu euch nach Hause zu bringen. Und dass euch natürlich die Live-Übertragung gefällt und gefallen hat. Ja, gibt es nichts hinzuzufügen. Da die Mädels im Ziel machen sich fertig, der Banner wird gleich auch noch gehisst, aber dann sind es doch noch, glaube ich, so der ein oder andere längere Moment, bis Lisa dann da abbiegen wird. Das ist der Ausgang vom Freibadgelände auf die Laufstrecke. Das heißt, Lisa kommt dann, wenn gleich, von links unten ins Bild. Da haben wir Lisa. Ab da sind es jetzt noch 600 Meter ungefähr, bis sie dann hier im Ziel ist. Aber wir werden auch gleich auf der Rechnerseite Immo nochmal sehen und wahrscheinlich auch Lucy Hall nochmal entgegenkommen sehen. Vielleicht gibt es eine schöne Geste mit Abklatschen oder ist sowas nicht im Rennen, Dani? Ich glaube, vor allem in diesem Jahr ist Abklatschen unmöglich. Also ich glaube, hier jetzt eher nicht. Da verzieht man keine Miene. Jetzt war Immo aber dann doch wieder näher als davor. Gefühlt auf jeden Fall, ja. Haben jetzt noch keine genaue Zeit. Ja, aber ihr geht einfach ein bisschen die Strecke aus. Du hast es gesagt, nur noch 600 Meter und der Abstand immer noch beträchtlich. Das Gute für Immo Simmons, hier kommt erst Lucy Hall. Das heißt, auch der Abstand ist weiterhin gegeben. Also ich glaube, die Plätze 1, 2 und 3 gehen in der Reihenfolge an Lisa Norden, an Immo Simmons und an Lucy Hall. Es kommen schon einige Fragen, ob wir Ergebnisse einblenden können und so weiter und so fort. Wird es alles geben nach dem Rennen? Jetzt müsst ihr euch mit dem Kommentar quasi zufrieden geben. Nach dem Rennen findet ihr die Ergebnislisten komplett von Platz 1 bis 24 bei den Männern und Platz 1 bis 15 bei den Frauen auf pushinglimits.de. Wir versuchen das so unmittelbar wie möglich nach dem Rennen dann online zu stellen, dass ihr das finden werdet. Aber jetzt gerade konzentrieren wir uns vollkommen auf den Zieleinlauf von Lisa, die jetzt gleich noch einmal um den Blumenkübel rennen wird und dann geht's Richtung Zielkanal. Niklas, wie viele Meter sind es jetzt von hier noch? Sind das noch so knapp 300? Ja, das kommt ungefähr hin, 300. Jetzt gibt es noch eine Linkskurve und dann ist sie hier relativ schnell auf dem Freibadgelände und wird jetzt wahrscheinlich auch gleich schon das Siegerlächeln aufsetzen. Das war auch ungefähr die Stelle, wo Gustav schon längst gejubelt hat und abgeklatscht hat mit den Leuten und sich sehr darüber gefreut hat, dass er das Rennen hier gewinnen konnte. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, wenn Lisa da kommt, wie ihr Jubel aussieht, ob sie genau so ein dickes Grinsen im Gesicht hat. Ja, und hier wurde gerade in den Kommentaren gesagt, nächstes Mal muss Nick Stangenborg auch noch mitmachen. Der macht mit, der steht nämlich schon bereit im Ziel und hält gleich den Siegerinnen das Mikrofon unter die Nase und wird versuchen, hier die Stimmen einzufangen. Da ist Lisa und die freut sich richtig. Hat noch Zeit, ihre Uhr zu stoppen. Ja, aber das sieht man doch... Das will man noch sehen, oder? Ja, sehr gut. Also richtig schöne Zielbilder hier. Freut man sich da mit, Dani? Ja, total. Also ich glaube, gerade wenn man das, ja, du hast ja eben die Infos gegeben, nach einer Verletzung oder überhaupt nach so einer Saison, ich glaube, da spreche ich für uns alle wirklich alles andere als einfach und da ist... Und ganz offensichtlich alles gegeben. Also ja? Das ist hier kein Rennen, ja, wo man irgendwie sagt, ja, ich mach mal mit und guck mal. Und Lisa war ja auch eine von den Athletinnen, die vorher gesagt hat, keine Ahnung, ob ich hier zu den Besten gehöre, weil das Starterfeld irgendwie so divers ist. Von kurzen, schnellen Mädels, von der Kurzdistanz, erfahrenen Langdistanz, dann wieder irgendwie Caro und Immo, die ja auch zwar erst eine kurze Langdistanzgeschichte hat, aber dann trotzdem auch schon was zu stehen hat. Wie ist das? Also ich glaube, man weiß ja sonst schon immer, ist ja eins der ersten Rennen, über seine eigene Form nicht, wo man genau steht und noch weniger natürlich, wo die anderen stehen. Und
da ist es einfach wahnsinnig erleichternd, wenn man dann ins Ziel läuft und ja, gewonnen hat oder halt einfach das abrufen konnte, ja, was man vielleicht jetzt aus dem Training sich ausgerechnet hat. Und ja, ist wirklich schön das zu sehen. Nehme ich mit. Ja, als Motivation, also nicht nur für zu Hause, für die Zuschauer, die wir haben, sondern auch für unsere Athletinnen, die hier vor Ort sind. Immo Simmons, Zweitplatzierte, kommt ins Ziel und auch die wirkt zufrieden, die wirkt happy. 1:39, schnell mal Kopf gerechnet, wenn das noch geht nach dem langen Tag. Das ist ungefähr der Zeitgap, den wir die ganze Zeit auch gesehen haben. Also nach dem Radfahren waren 2:15, das heißt irgendwie 35 Sekunden gut gemacht, aber der hat sich ja dann auch irgendwie nach 3 Kilometern nicht mehr wirklich verändert. Aber ich glaube auch da, Immo hat da nicht irgendwann aufgesteckt, sondern die wird auch bis zum Ende gedrückt haben. Ja, und man sieht es auch, die dritte, die gleich reinkommt, das ist Lucy Hall und der Abstand beträchtlich. Also Immo Simmons hat durchaus nochmal aufgedreht. Hier sehen wir Lucy Hall von hinten. Auch die ist auf den letzten Metern. Typisch ihre beiden Battle Braids, nennt man sie, glaube ich, zu Zöpfen geformt. Dritte im Ziel, Lucy Hall aus Großbritannien. Ich bin auch gespannt. Alles gegeben, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, wer jetzt dann auf den Plätzen 4 und 5 gleich kommt. Das ist ja ein bisschen der Bereich, den wir nicht so ganz im Blick hatten. Ich hatte gerade nochmal gesehen, dass Anne Reischmann irgendwie noch dabei sein könnte. Das hatte ich auch, wie gesagt, nicht so richtig mehr verfolgen können. Da schauen wir gleich sicherlich auch noch mal drauf. Ah, hier kommt schon Sarissa de Vries, müsste das sein? Genau, ja. Sarissa de Vries als Vierte im Ziel. Und jetzt ist halt interessant, ist Caro Platz 5 oder wird es Anne Reischmann? Aber das dürfen wir jetzt auch in ein paar Sekunden wissen. Ja, lange kann es nicht mehr dauern. Und dann ist das der Platz, der hier als letzte Frau noch in die Preisgeldränge läuft. Und wir sind gespannt. Zum letzten Zeitpunkt, der letzte Stand, den wir haben, ist, dass Caro Lehrieder auf Rang 5 ist. Aber wir sind jetzt genauso überrascht wie ihr und lassen uns überraschen, wer hier gleich in den Bildschirm gerannt kommt. Ja, ich habe eben noch die Info bekommen, dass Annalena leider aussteigen musste. Also sie hatte in Davos ja, das Pech, ja, wie alle anderen auch, das Rennen nicht ja, beenden zu können und musste leider wegen Rückenproblemen aufgeben. Also aber sie hat es versucht. Sie ist stark geschwommen, ist als Zweite aus dem Wasser gekommen. Das sah lange Zeit dann auch noch ganz gut aus. Ich hatte mich schon gefragt, ob wir sie irgendwie verpasst haben, weil ja, sie leider nie aufgetaucht ist, aber hat dann leider... Ja, dann gute Besserung an der Stelle. Und wir sehen tatsächlich Anne Reischmann. Auf Platz 5. Das ist doch dann die Information, wo das mit dem Informationszuspielen geklappt hat. Vielen Dank. Und mal gucken, wie Caro Lehrieder, ob Caro Lehrieder auf Platz 6 ist. Aber Anne Reischmann auf Platz 5. Dani, damit stark kann man vorgelaufen doch damit auf jeden kann Fall. Man zufrieden sein, oder? Und hier vielleicht auch dann sogar die Bestzeitprämie des Tages dann für Anne. Das werden wir noch herausfinden. Im Bild übrigens eben gerade Thorsten Radde gewesen, der Mann von treerating.com, der uns hier vor dem Rennen schon mit Zahlen und Fakten beworfen hat. Also so viel Zahlen konnten wir gar nicht verarbeiten, aber das hilft natürlich extrem. Und an seiner Vorhersage muss er sich natürlich irgendwann auch messen lassen. Vielleicht können wir das auch nochmal aufarbeiten. Und aber auch noch eine Ergänzung dazu und vielleicht den Moment mal eben nutzen, dass wir ein Dankeschön an ganz viele Leute, glaube ich, sagen können. Thorsten ist einer von denen, die in den letzten Wochen hier uns befeuert haben mit Hilfestellung und Support. Ihr beide auch gesagt, so ja klar, was passiert, wir wissen es nicht genau, aber wir sind dabei. Das gleiche gilt für unsere Partner. Bestzeit, Help, Erdinger Alkoholfrei, die irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo wir vor 10 Tagen das erste Mal mit denen gesprochen haben, alle nicht so ganz genau wussten, was hier eigentlich passiert, uns eingeschlossen. Und dann erstmal der Sache zu sagen, das ist gut, dass für den Sport was passiert und dass es eine Bühne gibt, auf der professioneller Triathlon-Sport stattfinden kann, dass halt überhaupt was ist, wo die Szene drauf schaut, was motiviert. Dani, du hast es auch gesagt, man nimmt irgendwie was mit. Das ganze Ding hat Signalwirkung und da ist, glaube ich, jetzt dann vielleicht auch der Moment, wo das Rennen zu Ende geht, Danke zu sagen. Und wenn Nick uns hört, kann er vielleicht dann jetzt auch nochmal das Wort übernehmen und das erste Interview nochmal mit den Ladies führen. Ja, wir sind hier wieder im Ziel mit Lisa Norden. Lisa, how was the race and how happy are you? Well, I love the non-drafting Olympic distance races. It's the best distance, best format. I always really enjoyed racing in Germany. I had many years of the Bundesliga racing here. I won Hamburg twice, the World Series race. So I just really enjoyed racing here and it was a great race today.
So was it, or how was it compared to the Bundesliga races? Like, of course, you have the non-drafting, but yeah, how hard was it on the bike? Because obviously you've been the fastest, and did you think they could catch up on the run, or have you been pretty sure that the win is for you? The thing is, it's never easy. It's just faster when you work hard. And once I got to the front, I knew I had to work really well because the girls are running fast, and I wasn't too sure about my running shape. So I just tried to push it as much as I could without doing too much to get a bit of a distance. Awesome, thank you. Because and we need, yeah. I just must say that. So I got here to Germany a few days ago, and I stayed with my coach, and I had such a VIP treatment from Philip and Laura, and it just set me up for this amazing race. So Germany, just in general, thank you so much. So hopefully we see you a few times more here in Germany racing, and we would love it. Thanks a lot, and then back to the boys. Thank you. And Dani. Ja, also Lisa Norden, eine überglückliche Gewinnerin, das können wir sagen. Fühlt sich sichtlich wohl auf deutschem Boden. Der Gruß ging auch noch raus an den Coach Philipp Seib an der Stelle und Laura Philipp. Ich höre gerade, dass Nick auch noch ein Interview mit Immo machen wollte. Allerdings braucht er noch einen Moment, um sie, ich glaube, ausfindig zu machen oder vom Buffet wegzuziehen. Weil Immo hat ja gestern gesagt, sie freut sich ganz besonders auf die Waffeln bei der Zielverpflegung. Was man ja natürlich auch verstehen kann, auch das ist irgendwas, was jeder Triathlet nachvollziehen kann. Hoffen wir, dass wir die Stimme noch bekommen. Und dann sind wir, glaube ich, auch bald hier am Ende angelangt. Ja, bei einem Rennen und bei einer Übertragung, die, glaube ich, vieles gehalten hat, was wir uns irgendwie versprochen haben von diesem Rennen. Also wir haben tolle Live-Bilder gesehen, wir haben packende Rennen gesehen, Führungswechsel, es gab Dynamiken, es gab bärenstarke Auftritte vorne an der Spitze und natürlich auch glückliche Gewinner. Also ein Tag, mit dem wir, glaube ich, voll zufrieden sein können. Würde ich genauso unterschreiben. Irgendwas, was wir, glaube ich, alle vor 18 Tagen nicht haben kommen sehen. Wie gesagt, das ist ja die Zeit und die Entstehungsgeschichte des Livestreams. Also wie gesagt, dass das Event stattfinden kann in der Form, ist vor 6 Wochen entschieden worden. Und dass das, was wir jetzt gerade hier hinter uns haben, stattfinden kann, ist innerhalb von 18 Tagen entstanden. Und jetzt, Nick, hören wir ja auf, rum zu lamentieren. Jetzt das Wort an die, die es verdient haben. Immo Simmons. I found Immo. And you look pretty happy crossing the finish line. Yeah, I was relieved to finish the 4 rounds, to have finished all those Wendepunkt, because as a long course athlete, I'm not used to so many U-turns, I have to say. But I mean, it was an awesome race, so thank you guys so much. Thank you for being here. How was it, and did you expect this in the race, or did you expect something else? Lucy. In the front in the swim, and then Lisa in front of the bike. You always in between? I wasn't surprised at all, no. I mean, Lucy's a phenomenal swimmer and a very strong biker, and then obviously Lisa's in fine form for I think she's doing the UCI World's Time Trial Championships on Thursday, so good luck to her for that. She's certainly in good form. So yeah, it was a bit of a day of chasing out of the pool. I think I came out quite a bit behind, but slowly reel people in, apart from Lisa, of course, on the bike, and then just try to hold my own on the run. So it was an awesome race. Thank you so much. Thank you. And one last question: how was the waffles? I haven't quite gotten them. I think someone's struggling with the heat and being a bit sick over there. So I'm gonna go and hit those after that's all cleared up. But I just want to say vielen Dank für die tolle Organisation und die sehr schön unterstützen. Awesome. Awesome. Thanks a lot for being here. Thank and you. Enjoy your waffles. Thank you, I will. And shout out to everyone who's watching online. Thank you for showing support for triathlon. Woo! So, eigentlich wären das jetzt die perfekten Schlussworte gewesen für diesen Tag. Aber herrlich. Niklas, wir haben noch ein paar Hausaufgaben und wir haben eine tolle Aufgabe, denn wir dürfen Geld verteilen. Juhu, ka-ching. Wir haben die Bestzeitprämie 500 Euro für die schnellsten Teilzeiten beim Schwimmradfahren und Laufen und wir haben die Listen gerade reingereicht bekommen. Und wir starten nochmal mit den Männern. Die Prämie für das Schwimmen haben wir schon vergeben. Magnus Männer, 500 Euro. Magnus, mit 11 Minuten 39 hast du dir die mehr als verdient. Maschine.
Die schnellste Radzeit ist Freddy Funk gefahren. Wir haben falsch gemutmaßt, Alex. Wir dachten, Boris Stein ist the man to beat on the bike. Aber Freddy Funk ist dann doch derjenige, der nochmal 500 Euro Taschengeld mit nach Hause nimmt. Ja, 15 Sekunden schneller gefahren und das hat sich mal aber sowas von gelohnt. Also Freddy, gut gemacht. Und den schnellsten Lauf, das haben wir so erwartet, Gustav Iden, 31 glatt. Also 31 Minuten auf so einem anspruchsvollen Wahnsinn. Kurs. Ja. Das ist wirklich eine Hausnummer. Dann gehen wir zu den Frauen. Die schnellste Schwimmerin des Tages, Lucy Hall. Großen Respekt an der Stelle. Das Radfahren wenig überraschend. Lisa Norden, die nimmt also nicht nur Selbstvertrauen mit auf dem Weg zur UCI-Meisterschaft, sondern auch noch 500 Euro Bestzeitprämie. Und den schnellsten Lauf, Immo Simmons, 37,05. Hat nicht ganz gereicht in der Aufholjacht, aber Platz 2 und sie war zufrieden. Ich glaube, die kauft sich davon ein Waffeleisen. Das kann ja so wäre es auf jeden Fall gut investiert, das Geld. Alles klar. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir haben, wie lange haben wir hinter uns? Hat ihr euch hier irgendwo eine Zeit? 2:39 Livestream. Johannes, bist du zufrieden? Nick einmal, Daumen hoch, Daumen runter. Johannes grinst zufrieden, macht den Daumen hoch, der freut sich jetzt auf sein Bierchen. Das hat er sich verdient und ganz viele andere auch. Alex, mach du die berühmten letzten Worte. Die berühmten letzten Worte. Eigentlich müssen wir die gehören. Danke sagen, dass ich aus der Perspektive hier war. Echt cool und spannend mal. Ja, hinter den Kulissen ist es nämlich auch ganz schön Action, das mal mitzukriegen. Und ja, wie viel da in so einer Veranstaltung drin steckt, das kriegt man als Athlet gar nicht so richtig mit, wenn man da in seinem Rennen ist. Und da ist halt alles, ja, macht man das, was man kann, aber kriegt gar nicht mit, wie viel Aufwand dahinter steckt. Also großes Lob. Sehr gut gemacht. Ja, vielen Dank fürs Helfen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat uns großen Spaß gemacht und ich glaube, du konntest viele coole Insights liefern. Niklas, vielen Dank an dich. Ich glaube, du bist erleichtert. Hier sind ein paar Zentnersteine vom Herzen gefallen. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern, fürs Mitdiskutieren. Uns hat es großen Spaß gemacht. Und ich glaube, das kann Motivation sein für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate. Triathlonsport lebt in Deutschland. Ich hoffe, das konnten wir transportieren. In diesem Sinne, macht es gut, habt einen schönen Sonntagabend und auf bald. Wir verabschieden uns aus Ratingen.